Guten Morgen, liebes Rund in diesem Raum. Ich frage mich schon seit Monaten. Genossinnen und Genossen darf man nicht sagen. Freunde sind hier nicht alle. Da habe ich eine andere Definition. Was sagt man dann? Liebe Piratens. Hallo Piratens, hallo Leverkusen. Willkommen. Was? Rinnen? Grillen im Freien. Willkommen zur 155. Fraktionssitzung der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Wir beginnen wie immer mit dem öffentlichen Teil, den wir auch streamen, mit Tagesordnungspunkt 0. Da geht es um die Protokolle vom letzten Mal. Euch ist zugegangen, das Protokoll der 154. Sitzung. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Ideen? Das ist nicht der Fall. Möchte sich jemand gegen die Genehmigung des Protokolls vom letzten Mal aussprechen? Das ist auch nicht der Fall. Möchte sich jemand enthalten? Der Frank möchte sich enthalten. Das macht Sinn. Hat Sinn. Auch dieses Rätsel löse ich irgendwann nochmal. Gut, damit ist das Protokoll angenommen. Ich stelle fest, dass unser Protokoll geändert werden muss. Lieber Grumpy, wir können nicht beschließen über das Protokoll vom letzten Mal, ohne dass wir die Beschlussfähigkeit festgestellt haben. Das muss also Top 0 werden fürs nächste Mal. Top 1 ist Feststellung der Beschlussfähigkeit. Das haben wir gemacht. Wir haben die 10 erreicht und wir wollen über nicht öffentliche Teile abstimmen. Nicht öffentliche Teile. Mir liegen zurzeit folgende vor. Einmal Besetzung des Ausschusses Europa und eine Welt. Das dauert 2 Minuten, weil wir beim letzten Mal ja gesagt haben, ohne Debatte. Breites Grinsen. Und es gibt einen Topf zum Thema BGE weitere Vorgehensweise. Da würde ich so eine Viertelstunde einplanen ungefähr. Gibt es weitere nicht öffentliche Teile? Ah, okay, dann haben wir noch eine Information des Landtags, dauert noch mal 5 Minuten. Haben wir auch eine Mail zu rumgeschickt, wenn es dazu Fragen gibt. Da sind wir bei 25 Minuten. Weiteres sehe ich nicht. Dann ist die Frage, wollen wir nicht öffentliche Teile 25 Minuten abhalten? Ist jemand dagegen? Wobei mir gerade einfällt, Moment, ich muss mal ganz kurz, wir hatten gestern in der Vorstandssitzung, ich muss eine Sekunde in mich gehen. Nee, hat sich erledigt, das ist beim nächsten Mal erst. Alles gut, wir bleiben bei 25 Minuten nicht öffentliche Teile. Ist jemand dagegen, dass wir die abhalten? Nein, nicht, möchte sich jemand erhalten? Auch das nicht, dann haben wir das so einstimmig beschlossen. Wir kommen zu Top 2, Bericht der Pressestelle. Mario, bitte. Moin. Ja, in der letzten Woche sind wir, obwohl sie kurz war, ich wiederhole das alles von gestern ein bisschen, obwohl sie kurz war, ganz gut aufgetreten. Mittlerweile wird aus dem Pua Silvester Simone regelmäßig erwähnt. Größter Aufreger in Form von Aufmerksamkeit war die Übergabe der Klage ans Verfassungsgericht. Wir haben daraus gelernt, dass wir noch präziser unsere PMs schreiben müssen. Wenn da fett morgen drin steht, heißt das für DPA und WDR nicht, dass das morgen ist. Sie haben es dann am Dienstag als eingereicht bekannt gegeben. Dafür aber auch beim WDR in einer halbstündigen Rotation. Das Neue daran war, dass Sie diesmal nicht auf alte Sachen und vermeintliche Gründe und Einzelverfehlungen ehemaliger Vizepräsidenten referiert haben, sondern das ganz banal dargestellt haben. Das fanden wir gut. Ich weiß nicht, da wollte ich Dietmar gleich noch mal fragen, oder das kann er gleich ergänzen, aus dem Handelsblatt-Kontakt, was geworden ist. Da habe ich keine weiteren Informationen. Wir haben heute Abend um 18.30 Uhr, Tina? Bitte? Wann geht das heute Abend los? Habe ich euch beim Schwatzen gestört? Wann geht es heute Abend los? Wann geht es heute Abend los? 18.30 Uhr. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Das heißt, ich erwarte eigentlich, dass ihr dem Genuss euch antut, dieser Vernissage. Wir haben, stand gestern, etwas über 80 aktive Anmeldungen per E-Mail bekommen.
Das finden wir gut. Und wir hoffen, dass wir damit unsere Ziele auch verbreiten. Wir sind bei den ganz normalen Sachen weiter im Stand. Das heißt, Gamescom, NRW-Tag und so weiter ist da. Open Antrag haben wir noch keine ausgewählten Anträge. Die werden erst in der nächsten Phrasi kommen. Etwas, was wir in der Vergangenheit im nicht öffentlichen Teil behandelt haben, wo Simone federführend ist, ist auch auf dem Weg, so dass wir da eins haben. Gestern Abend war ich in der Redaktionskonferenz der Bundespresse. Wir hatten vor anderthalb Jahren ungefähr in Schleswig-Holstein die Idee, dass die Argumentation der Landespolizei, Menschen sind nicht daran interessiert, ob eine Funkzellenabfrage für sie getätigt wurde, dass das vielleicht gar nicht so ist. Das ist momentan die Argumentation der Polizei. Menschen interessiert das nicht und deshalb werden sie über diese Erfassung der Daten nicht informiert. Wir haben da vor anderthalb Jahren circa dann durch die Abgeordneten eine Anfrage gestellt und gesagt, welche Daten sind denn über mich gespeichert. Das wiederholt SH jetzt und wir haben gestern überlegt, ob wir das nicht mit allen Abgeordneten und auch dem Bundesvorstand machen, als gemeinsam Interessierten, nach dem Motto, wir wollen wissen, was über uns gespeichert ist. Da suchen wir jetzt noch einen gemeinsamen Termin, ist ein Vordruck, liebe Landespolizei, sagt mal bitte, wann bin ich in eine Funkzellenabfrage mit dieser Telefonnummer gekommen? Ist eigentlich ganz banal, Dauer der ganzen Geschichte unter 3 Minuten. Das wollen wir aber versuchen, bundesweit dann medienwirksam zu verkaufen mit allen Abgeordneten. Muss ich dazu noch was erklären? Also ich würde es dann vorstellen mit dem Vordruck, ich würde ihn an alle versenden, damit sich das jeder auch angucken kann. Es geht also nur darum, jeder Abgeordnete fragt ganz kurz, was wisst ihr denn über mich? Oder wo bin ich in eine Funkzellenabfrage geraten? Mehr ist das nicht. Das wollen wir dann ein bisschen verkaufen. Das war es im Wesentlichen. Für heute ist es nichts großartig was geplant, mit Ausnahme der gleich von Oliver zu besprechenden Sache. Es geht um fahrscheinfrei. Am morgigen Mittwoch sind wir nicht im Haus. Die Pressestelle ist morgen nicht besetzt. Wir überlegen noch, wie wir die Sache mit der Störerhaftung auf den Weg bringen, weil es auch unterschiedlich lautende Meldungen gibt, wann das auf der TU ist. Einige sagen, dass es am Donnerstag auf der TU des Bundestags ist. Donnerstag im Bundestag, Mittwoch im Ausschuss. Okay, müssen wir noch mal gucken, wozu wir dann was genau machen. Und ich kriege gleich einen Hinweis. Und am 3.6. ist in Bielefeld eine BGE-Podiumsdiskussion und Veranstaltung, zu der natürlich auch alle herzlich eingeladen wird, zu der wir aber was machen werden natürlich im Vorfeld. Perfekt. Das also jetzt auf dem Podium, so, dazu fährt das Car-Office diese Woche, das sagt Hartmut euch auch gleich, wo und wer das genau ist. Hab ich noch was? Nö, ich glaube nicht. Fragen? Ja, vielen Dank, lieber Mario. Du erwähntest gerade, dass du gestern bei der Redaktionskonferenz der Bundespresse gewesen bist. Ich würde gerne mal in 2, 3 Sätzen wissen, wie sich die Zusammenarbeit mit der Bundespresse in der letzten Zeit gestaltet, ob es irgendwelche thematischen Schwierigkeiten gibt bei Themenübernahmen, solche Dinge. Das würde mich einfach mal interessieren. Ich bin nicht jedes Mal in der Redaktionskonferenz, ganz oft macht Grumpy das? Ja. Soweit. Wir besprechen Sachen. Also wir geben von unserer Seite das rein, was aus unserer Sicht bundespolitisch relevant ist, ausschließlich, weil es die schlicht bei einfachen Sachen, kleinen Sachen nicht interessiert. Hamm-Üntrup, radioaktive Kügelchen ist für die Bundespresse erstmal so nicht relevant, sondern mehr für uns in der NRW. Erst wenn es andere Bundesländer betrifft, wenn es dann die Genehmigungsbehörden betrifft. Sie übernehmen das, was wir denen geben, sehr positiv. Manchmal klappt das nicht, wie wir letzte Woche hatten, bei der Terminabstimmung NRW-Tag, Bundesparteitag. Aber eigentlich haben wir da keinen Stress. Sie geben uns rechtzeitig die Sachen vor. Ich habe einen ganz direkten Kontakt zu Jürgen, der mich eigentlich gut informiert, wie ich finde. Und ich gebe ihm auch die Sachen direkt. Und wir geben das dann praktisch, das ist so unsere Schnittstelle, Jürgen und ich. Er gibt das dann in die Bundespresse. Ich benutze es hier.
Wir halten uns da wenig an die wöchentlichen Redaktionskonferenzen, sondern wir haben, glaube ich, eher 3 bis 4 Mal die Woche Kontakt. Und das ist viel direkter. Ich meine, der wohnt hier um die Ecke und da halten wir uns nicht so sehr an die Dings. Also deshalb ist es ganz gut. Ich habe guten Rat auch. Ja, und wenn ich irgendwas habe, was in den Bundesvorstand will, rufe ich Seko direkt an und telefoniere mit ihm. Gut, weitere Nachfragen sehe ich nicht. Doch, Olli möchte noch was. Ich möchte noch berichten, dass heute die wunderschöne, wichtige Anhörung zum Thema Landesluftverkehrskonzept ist. Und wir sagen, wir brauchen ein Landesluftverkehrskonzept. Mal gucken, was da heute noch rauskommt. Das wird eins brauchen, sagen übrigens alle, sowohl die Flughäfen als auch die Naturschutzverbände, die geladen sind. Die Landesregierung sieht das anders. Wie das ausgestaltet wird, das sind sich natürlich selbstverständlich nicht alle einig. Ja, der Mario hatte vorhin um Ergänzung gebeten bezüglich Handelsblattkontakt. Ich hatte ja zu diesem Thema eine E-Mail rumgeschickt, was den beabsichtigten Antrag angeht. Der Kontakt steht. Der Kontakt ist gepflegt worden, sowohl Mittwoch als auch Freitag, als auch Samstag, als auch gestern. Insofern, als das Handelsblatt großes Interesse an diesem Thema hat, was wir allerdings dann in eine andere Antragsform gießen müssen als bisher abgesehen. Dafür danke ich auch nochmal dem Gerhard, der also dazu eine rechtliche, gutachterliche Ausarbeitung erarbeitet hat, die uns hindert, sage ich jetzt mal, aus gutem Grunde, Gott sei Dank hindert, diesen Antrag so einzubringen, wie er vorgesehen war. Was die Funkzellenabfrage angeht, ich habe mal nachgeguckt, das war bei mir am 12. März 2014 gegen 15.15 Uhr, da war eine solche Funkzellenabfrage bezüglich meines Telefons, meines Handys in Köln. Denn daraufhin wurde ich dann auf dieser Telefonnummer von der Polizei angerufen. In Zusammenhang mit dem Besuch einer Synagoge. Ich wollte gerade sagen, Synagogen besucht hier nur einer. So geht das nicht. Oder die gut. Parlamentariergruppe Israel. Ne? Ah, gut, die darf das. Die hat mein Platzett, wie ich letztens gelernt habe. So. Toso, hallo. Guten Morgen, Michel. Du auch hier, nicht in Hollywood. Ja, gibt es weitere Fragen zum Thema Presse? Sonst kommen wir jetzt zum nächsten Top, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Ja, drei Sachen. Erstmal Car-Office vor Ort. Wir sind heute in Leverkusen. Ich hoffe, das Wetter ist etwas besser als gestern. Es sieht so aus. Und sind am Samstag in Bad Salzuflen, in einem Kurort. Gestern waren wir in Castrop-Rauxel. Bei schlechtem Wetter, Badehose wäre angebracht gewesen, aber von den Temperaturen her auch wiederum nicht. Ich habe mit Danneboot zusammen, haben wir die Kieler Fraktion der Piraten besucht. Und in Verfolgung dessen, was wir in Bielefeld angelegt haben, darüber haben wir geredet, wie kann man das jetzt operational weiterführen, was kann man in der zweiten Jahreshälfte zusammen machen. Aus diesem Gespräch ist gestern ein Vorschlag entstanden, beziehungsweise der Vorschlag ist mit den Kollegen in Kiel erörtert worden. Und wir haben das gestern im Vorstand besprochen und daraus einen Vorschlag entwickelt. Der liegt heute auch vor. Das wäre also die Möglichkeit, die Zusammenarbeit schon mal zu intensivieren und auf die Schiene zu bringen. Muss man dann sehen, sollte man konkret diskutieren, wenn er an der Tagesordnung dran ist. Dann noch zum Thema Netzwerkanalyse. Wir hatten gestern die Präsentation einer Netzwerkanalyse und konnten zumindest schon mal einen ersten Eindruck davon gewinnen, dass bestimmte Themen in den sozialen Netzwerken sehr gut bespielt sind, aber dass auch bestimmte Themen deutlich Luft nach oben haben. Und dass auch die Technik dessen, wie man da rangeht, eigentlich verbesserungsfähig ist. Das waren jetzt sehr viele Daten gestern, sehr viele Charts. Ich habe mit dem, der das präsentiert hat, mit dem Samseni verabredet, dass wir aus den ganzen Charts eine Präsentation machen, die nicht länger als 15 Charts ist und der auch, wo auch operationabel drin steht, wie kann man sozusagen Dinge optimieren, was kann man machen.
sodass wir das in der Folge dann weiter verfolgen können, ob wir da sozusagen tatsächlich das ausschöpfen, was wir in den Netzwerken ausschöpfen könnten. Festzustellen ist, da ist viel Luft nach oben in verschiedenen Bereichen. Das war's. Gut, gibt es dazu? Ach übrigens, die Präsentation wird dann natürlich allen, wir hoffen, dass das in dieser Woche noch fertig ist, wird allen dann zugesendet. Gibt es dazu Fragen, Anregungen? Dann ja, eine Ergänzung, ich bin also nach Kiel gefahren, weil ich ja ohnehin nach Dänemark wollte. Ich war dann 3 Tage auf einem größeren Naturtreffen in Dänemark, 4.500 Leute waren da insgesamt. Da waren auch 2 Folketingsmitglieder. Marie Gjersen von Enhedslisten, das ist eine Partei, die in Deutschland eher mit der Linken kooperiert. Und dann auch Christian Poll von der neu ins Folketing eingezogenen Partei Alternative, die ziemlich piratenaffin ist. Die haben also Netzpolitik und auch bedingungsloses Grundeinkommen und solche Sachen auf der Tagesordnung. Mit denen habe ich da gesprochen. Und die sind auch ein bisschen interessiert an der Zusammenarbeit. Und ich werde also die Kontakte halten. Wir haben auch schon was Konkretes. Da geht es um Atomtransporte aus Deutschland, die eventuell durch Dänemark gehen. Da wollen die ein bisschen recherchieren. War ganz erfolgreich sozusagen. Ach ja, und eine Haubenlerche habe ich gesehen. Die ist fast ausgestorben in Mitteleuropa. In Dänemark gibt es noch einen Punkt und das ist genau Wirtshals. So, das war's. Weitere Nachfragen, Ideen, Anmerkungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Top 4, Bericht des Vorstandsreferats aus den Kernarbeitskreisen. Ich glaube, der Nixus macht's. Immer gerne. Vielleicht vorweg aus aktuellem Anlass, da wir ja eine Partei sind, die sich für eine liberale Drogenpolitik einsetzt. Heute vor 20 Jahren ist Timothy Leary gestorben und man weiß sicherlich noch, was der alles der Menschheit gebracht hat und Gutes getan hat. Wer? Nicht? Leary. Ja, okay. Dessen sterbliche Überreste mit einer Rakete in die Umlauf waren. Gut, das kommt nicht aus den Kernarbeitskreisen, das kommt heute aus den Nachrichten. Zeitzeichen höre ich immer wieder gerne, deshalb war ich auch 5 Minuten zu spät hier. Konkreter Vorschlag gestern als Erwiderung auf die Affäre um den Herrn Gauland war mal ein Antrag, der die Aberkennung der Staatsbürgerschaft bei rassistischen Äußerungen fordert, wurde dann etwas kontrovers diskutiert und Aberkennung von Staatsbürgerschaften wurde dann doch als nicht geeignetes Mittel empfunden. Wir haben uns aber sehr ernsthaft über andere Themen unterhalten, natürlich auch da ernsthaft, das sind wir immer. Wichtig war der Hinweis von Mabo, mal wieder Störerhaftung, das hat Mario schon aufgegriffen. Das ist nicht nur unter Umständen eine PM-Wert, von der ich hoffe, dass das dann irgendwie noch geregelt wird, trotz Abwesenheit, vielleicht dann am Donnerstag. Man sollte das im Auge behalten, das trifft ja nun tatsächlich eines unserer Kernthemen und es ist da eindeutig die Vorgänge nach dem Antrag Schluss liegen werden. Gegebenenfalls ein Thema für eine Aktuelle Stunde und oder einen Eilantrag im Hinblick auf Gefährdung von freien WLANs, was auch immer da so im Gespräch ist. Sollten wir also im Auge behalten, wird sich am Wochenende ergeben oder wird sich vielleicht schon am Donnerstag ergeben. Wir haben also gegebenenfalls Zeit genug, uns da vor dem Wochenende noch darüber zu unterhalten, ob und in welcher Form das hier eingebracht werden kann in die nächste Plenarwoche. Was in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, es steht wohl an, dass man sich jetzt auf EU-Ebene, wenn ich das richtig erinnere, Gedanken macht, das Thema Spezialdienst oder zu definieren, was Spezialdienste sind. Wir erinnern uns ja da an eine Vereinbarung, der auch, glaube ich, unser ehemaliges Fraktionsmitglied Daniel Schwert zugestimmt hat. Da geht es natürlich schon um viel. Ne? Wir sind für Netzneutralität, die ist uns wichtig und Spezialdienste oder über den Umweg der Spezialdiensteregelung lässt sich natürlich in gewissem Umfang eine solche Netzneutralität aushebeln. Und dass es starke Interessen daran gibt, dürfte bekannt sein. Das waren so die wichtigsten Themen. Dazu kommt auch noch, es zeichnet sich mal wieder ab, dass von Seiten der Sicherheitsbehörden irgendwie versucht wird, Verschlüsselung und Anonymisierung im Netzen versucht wird zu umgehen, darauf anzugreifen, da sollen wir dranbleiben. Ich denke, der Mabo ist da auf jeden Fall gut informiert und wird das gegebenenfalls weiter verfolgen. Mal wieder, und das war ganz interessant, hinter der Gauland-Geschichte ist völlig in den Hintergrund getreten ein Panorama-Beitrag, wo der Herr de Maizière mal wieder, oder wo dem Herrn de Maizière mehr oder weniger konkret nachgewiesen wurde, dass es überhaupt keine Quelle gibt für seine absurde Äußerung, dass, ich glaube, 30%, ein Drittel, was auch immer,
der, wie auch das immer formuliert wurde, vermeintlich aus oder der sich selbst Syrer nennenden Flüchtenden, die hier ankommen, seien gar keine Syrer. Wir haben alle von ihm zitierten, genannten Quellen befragt, wer auch immer das ist, und alle haben bestritten, dass ihre Behörde in irgendeinem Kontext diese Behauptung stützen würde oder dass sie darauf zurückzuführen ist. Also man kann auch da mal nachdenken, ob wir uns damit mal beschäftigen und auf welcher Ebene wir das tun, müssen wir dann schauen. Dazu kamen Themen wie Tesla, die Anfrage von Oliver wurde beantwortet, kann man jetzt schauen, wie man im Kontext VW plant eine riesen Batteriefabrik als Antwort auf die Gigafactory von Tesla irgendwo in den USA, ein 10-Milliarden-Projekt auf den Weg zu bringen, möglicher Standort ist Salzgitter. Die Frage ist halt, was jetzt in NRW geschehen im Rahmen der Wirtschafts- oder im Rahmen der Wirtschaftsförderung oder was kann NRW da tun, um ähnliche Vorteile zu bekommen aus der wahrscheinlich in Zukunft boomenden Elektromobilität. Ich würde sagen, das waren so die wichtigsten Themen und wenn Fragen sind, dann bitte jetzt an mich. Gerne. Stichwort Batteriefabrik. Ja. Es wurde in der Vergangenheit immer gesagt, oder es kursierte allgemein die Überzeugung, dass sich das in Deutschland nicht lohnt, Akkus zu bauen. Mercedes hat ja seine letzte Batteriefabrik, war irgendwo in Thüringen, Sachsen-Anhalt, weiß ich gar nicht, dicht gemacht und dabei die Förderkohle des Bundes mitverbrannt, auf Deutsch gesagt. Okay. Muss man prüfen. Also ich war auch überrascht, dass tatsächlich, das ist ja auch so ein bisschen ein Randgebiet zu meinem Thema Energie, tatsächlich, wenn man sich Solartechnik anschaut, die Produktion ist einfach aus Kostengründen nahezu komplett nach China und ein paar anderen asiatischen Ländern abgewandert. Es gibt noch Spezialprodukte aus Deutschland, es gibt auch noch große Hersteller in Deutschland, was Solarmodule anbringt, aber Batterien sind natürlich ein Massenprodukt. Die Frage ist, wo also wie hoch kann man das automatisieren, denke ich, bei solchen Sachen immer, also dass der Kostenfaktor Arbeit, Arbeitskraft nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. Dann ist die Frage, wo kommen die Rohstoffe her, wie sind die Transportwege und Transportkosten. Und natürlich ist ab irgendeinem Zeitpunkt auch die Nähe zum Abnehmer wichtig. Und möglicherweise ist der Aspekt Nähe zum Produzenten, also Automobilhersteller hier, dann doch ein Aspekt, der es lohnend macht, darüber nachzudenken, auch diesen Teil der Wertschöpfungs- oder Produktionskette im Land zu behalten. Persönlich bin ich jetzt nicht so überzeugt, dass das gelingen wird. Letztendlich, Transport ist halt dank niedriger Treibstoffkosten so billig geworden, dass man nahezu alles aus irgendeinem Land hier hinholen kann. Es mag aber sein, also VW sind ja nun nicht dumm und die haben natürlich jetzt derzeit ein Imageproblem und das ist natürlich die Offensive, in dem Kontext muss man das sehen, dass VW jetzt ganz massiv irgendwie Elektromobilität oder sich als Konzern, der die Elektromobilität vorantreibt, darstellen will. Deshalb natürlich, also wenn VW da beteiligt ist, dann geht es um Niedersachsen, noch ist Niedersachsen, auch wenn da gerade mal wieder die Familien Pirch und Porsche oder diesmal die Familien Pirch und Porsche zusammen gemeinschaftlich einen Angriff auf die Sperrminorität von dem Land Niedersachsen angeblich starten wollen. Aber noch ist VW ein Konzern, der in maßgeblichen Teilen bei Entscheidungen vom Land Niedersachsen beeinflusst wird. Und da ist natürlich dann bei der Standortfrage das auch zu sehen. Also es ist höchst unwahrscheinlich, dass NRW in irgendeiner Weise VW dazu bewegen können wird, dieses Projekt nach Bochum zu verlegen. Nichtsdestotrotz zeigt es, dass wir auf dem richtigen Weg waren und sagen, hier muss ganz massiv was geschehen. Und NRW ist im Wettbewerb zu allen Bundesländern und auch zu europäischen Ländern, natürlich genauso zu Holland, also dem Nachbarland Belgien, wohin auch immer man schauen mag. Das ist ja unter Umständen näher als der Süden Deutschlands. Bitte? Entschuldigung, ich korrigiere ja, danke für den Hinweis, nie darf man Holland nennen, man muss die Niederlande immer Niederlande nennen, außer im Fußball, denn Holland ist natürlich nur eine Provinz der Niederlande und da bitte ich tatsächlich um Entschuldigung für. Okay. Kleines Abschweifen ist immer erlaubt, nichtsdestotrotz, vielleicht haben wir Niederländer einen Stream, ich habe mich offiziell entschuldigt, meine das auch so und bin am Ende meines Beitrags, danke. Lukas. Da wir vorhin schon Batteriespeichersysteme hatten, ich habe kürzlich gelesen, dass knapp 80% der jetzt neu gebauten Photovoltaikanlagen bei uns in Deutschland mit lokalen Stromspeichern auf Lithium-Ionen-Basis ausgestattet oder aufgebaut werden. Wie viel? Das ist halt ganz interessant.
Lukas, wiederholst du nochmal die Zahl, das war nicht zu hören. Knapp 80% der neu gebauten Photovoltaikanlagen werden jetzt mit lokalem Stromspeicher verbaut. Interessant in diesem Sachverhalt ist auch, dass am 29. Juli diese Gigafactory von Tesla in Nevada eröffnen soll. Das ist quasi eine Fabrik über 1 Quadratkilometer, glaube ich, oder so. Das ist ein Riesending, bei dem man davon ausgehen wird, dass sie weltweit die Speicherpreise nochmal senken wird, weil einfach die Produktionskapazitäten so massiv in die Höhe geschraubt werden. Die Tesla Gigafactory oder Tesla selbst hat halt Silizium- und Rohstofflieferverträge mit Minen- und Schürfunternehmen aus Mexiko. Das heißt, die haben relativ geringe Transportwege. Das ist schon sehr interessant, vor allem wie man das dann halt in Deutschland auffangen will oder wie man da halt gegenhalten will. Ist fast tatsächlich unmöglich. Ne? Also da merkt man halt auch tatsächlich den Fortschritt. War damit eine Frage verbunden oder war das nur eine ergänzende Anlage? Nee, das war halt, genau, richtig, danke, dass du nachfragst. Also dieser 29. Juli wird halt vermutlich nochmal so ein Moment sein, der dann halt medial relevant sein könnte. Insofern könnte man sich jetzt auch darauf vorbereiten, zumal man in Vergangenheit bereits von uns ja auch schon Aktivitäten, Initiativen und so weiter in diesem Themenbereich hatte. Das wollte ich nochmal hier hinstellen. Okay, vielleicht dann ergänzen. Ich habe eh noch zwei Punkte, kurze Punkte vergessen. Eben, also Tesla plant die größte Fabrik der Welt. Das muss man auch mal realisieren. Es ist tatsächlich nicht die größte Batteriefabrik, sondern von der Fläche, Volumen, was auch immer, die größte Fabrik der Welt soll da entstehen oder ist da entstanden. Ist natürlich auch in einem ziemlich problematischen Bereich. Also es ist nicht so, dass es nur Rohstoffpreisvorteile gibt, sondern das ganze Ding steht auf einem riesen Grundstück, was quasi der Eigentümer dieses Grundstücks geschenkt bekam. Also der Hintergrund ist auch eine Art von typisch, sagen wir mal, amerikanischer Subventionspolitik. Irgendjemand hat gesagt, der sein Geld woanders gemacht hat, hier ist in der Wüste von irgendwo, da ist eine Straße, da liegt Strom, ich mache da eine Grundstücksentwicklung, ich kriege das Land quasi gratis, dafür siedle ich Betriebe an und dann gibt es da Steuerzahler. Das funktioniert halt auch da. Damit zu konkurrieren ist natürlich auch schwierig. Ne? Hier kostet nun mal Grund und Boden auch echt viel Geld, so zu Recht durchaus. Ne? Kann man dann wieder einen Schwenk zur CDU machen, hier Ziel in NRW, versiegelte Fläche auf Null zu reduzieren, ist alles eine komplizierte Welt, so ist das aber einfach in der Wirtschaft. Tatsächlich, um da auch mal Zahlen zu nennen, derzeit kosten also so Nettopreise, Herstellungspreise von Lithium-Ionen-Zellen, also die typischerweise noch gängigsten, also diese runden, einfachen Zellen, die eigentlich nicht technisch neuester Stand sind, die Tesla da bauen will, liegen so bei ungefähr $250 pro Kilowattstunde Speicher. Jetzt muss ich überlegen, doch pro Kilowattstunde Speicher, das ist richtig. Tesla will die auf irgendwo $150 drücken. Wenn man heute ein Auto speichert oder ein Auto kauft, wo ein 30 oder 40 Kilowattstunden Speicher drin ist, dann heißt das immer noch 10.000 Euro. Ja? Also trotz alledem ist das immer noch ein teures Ding. Ja? Also bei den heutigen Kosten $250, daraus würden dann gegebenenfalls $6.000, kann man eigentlich immer 1:1 umrechnen in Euro, egal vom Kurs abhängig, das ist ja alles nur Batteriepreis. Ja? Da kommt noch die ganze Elektronik zu, da kommt dann in der Regel beim Verkauf noch die Mehrwertsteuer drauf und natürlich muss noch ein Gehäuse drum gebaut werden und ein paar andere Dinge. Ja? Aber, bitte? Nee, ich rede jetzt von dem Batteriepaket eigentlich so. Also das macht mal deutlich, man ist da immer noch weit weg von einem billigen Tank, wo man Sprit reinfüllt. Ja. Trotzdem, die nächsten Factories sind schon geplant. Also zwei, irgendwie ein Gemeinschaftsprojekt von Mercedes-Benz mit irgendeiner taiwanesischen Firma und auch in China wird geplant. Also in den nächsten 5 Jahren entstehen Factories, die den die Produktionskapazitäten irgendwo vier oder fünf oder sechsfachen, was auch immer. Bisher ist irgendwie alles, fast alles für den Markt von Laptops und ähnlichen Geräten und da kommen jetzt Autos dazu und da kommen jetzt auch mobile, also an Speicher oder an Erzeugungsanlagen angedockte Speicher dazu. Also das ist ein extrem stark wachsender Markt und wo da das Ende der Kostendegression erreicht ist, ist derzeit sicherlich offen, um da auch mal den Vergleich zu Solarmodulen zu bringen. Vor, keine Ahnung, 20 Jahren, 25 Jahren lagen Modulpreise bei ungefähr 3 Euro pro Watt. Das war so ein typischer Handels-, also EK-Preis für Leute, die Anlagen bauen. Wir sind heute bei 50 Cent, also man ist auf ein Sechstel gefallen. Das macht
Solartechnik attraktiv, ohne den wäre es nicht gegangen. Und das ging auch nur mit dem Eintritt, Markteintritt von chinesischen Großanbietern und auch damit ziemlich umstrittener Subventionspolitik. Wenn man Module heute in Europa fertigt, liegt man eher so bei 70 Cent pro Watt. Damit kann man wohl so ungefähr Geld verdienen, aber nicht mit 50 Cent. Es gibt Leute, die bereit sind, 20 Cent mehr zu bezahlen. Ne? Also immer EK-Preis, ne? Da kommt noch was drauf, eine Marge vom Händler. Ja, wir sind bei den Kernarbeitskreisen, aber ich habe den Schweif gemacht, den Abschwenk gemacht. Ja, zu den Arbeitskreisen zurück oder zu den Ergebnissen des Vorstandsreferates. Der Hinweis auf Timothy Leary war natürlich ernst gemeint, also auch Ed Lucas, unser drogenpolitischer Sprecher oder suchtpolitischer Sprecher. Handpolitischer Sprecher. Man kann das zumindest auch mal aufgreifen in einer kurzen Anmerkung. Und das hatte ich eben tatsächlich vergessen, wir hatten in der Referentenrunde gestern noch mal eine ausführliche Diskussion oder ein Gespräch, es war durchaus nicht kontrovers, aber interessant, zu der aktuellen Entwicklung der juristischen Bewertung der Berechtigung einzelner Ausschüsse, Experten hinzuzuziehen. Da hat auch, weil das ansteht im Wirtschaftsausschuss am Mittwoch, Gerhard dankenswerterweise eine Stellungnahme zu verfasst, wie jetzt mit der Stellungnahme des Landtags von der Frau Bach, also eine Anmerkung zur Geschäftsordnung, der zufolge diese Regel, wie wir sie ausgelegt haben, Experten hinzuzufügen bedürfen nicht der Zustimmung des federführenden Ausschusses, auszulegen ist. Demgegenüber ist unsere Haltung, so wie Gerhard sie jetzt formuliert hat, wir teilen diese juristische Auffassung erstmal nicht. Was daraus wird, ist derzeit offen, es trifft aber auf jeden Fall den Olaf, in seinem Ausschuss ist das schon Thema gewesen und wir werden am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss die Erfahrung machen, wie der Ausschussvorsitzende Herr Fortmeier damit umgeht. Danke. Gut, gibt es noch mehr Fragen, Anmerkungen zum Thema Kernarbeitskreise? Nicht Elektromobilität und nicht Solarspeicher, Solarenergiespeicher. Gut, das können wir in einem anderen allgemeinen Teil machen, aber Dietmar. Gibt ja diesen Kernarbeitskreis Menschenrechte, ne? Wenn ich das richtig beobachtet habe. Unabhängig davon, dass das Thema wohl da reingehört, aber würde vielleicht an der Stelle passen, wie sieht das aus mit dem gemeinsamen Integrationsplan? Kannst du da was zu sagen zum Stand der Dinge, Simone? So, Stand der Dinge, es wurde nochmal gemeinsam der Wille aller Fraktionen bekundet, etwas auf den Plan zu bringen, also gemeinsam Integration zu machen. Bedingung von der CDU ist aber, dass wir uns nicht draufspringen auf den SPD-Grünen-Antrag oder mit einem Änderungsantrag arbeiten, sondern dass es tabula rasa einen komplett neuen Antrag aller Fraktionen geben muss. Das ist die Bedingung. Ich finde auch, das spricht nicht unbedingt was dagegen. Ich hätte auch in der entsprechenden Runde nochmal versucht, auf SPD und Grüne einzuwirken, dass, wenn es doch an dieser Formalie liegt, das doch bitte nicht der Hinderungsgrund sein kann, dass wir diesen Plan nicht auf den Weg bringen. Wir warten aktuell darauf, dass SPD und Grüne etwas vorlegen. Das sollte eigentlich letzten Mittwoch um 9 Uhr morgens vorgelegt werden. Ist dann aber nicht passiert. Die hatten sich noch nicht interfraktionell einigen können. Dementsprechend ist auch heute Nachmittag der große Termin von unterschiedlichen Ausschüssen um 15.30 Uhr abgesagt worden. Weil, also das Ganze kommt jetzt doch ins Juli-Plenum. Es ist fürs Juni-Plenum nicht durchzuziehen. Das heißt, wir warten jetzt eben auf die Vorlage von SPD und Grünen, um das dann hoffentlich gemeinsam abzustimmen und dann damit hoffentlich mit allen Fraktionen im Juli ins Plenum zu gehen. Danke. Gerne. Gut. Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht. Dann kämen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Top 5, Vorbereitung der Plenarsitzung am 8., 9., 10., vielleicht 10. Juni 2016. Die Antragsfrist war ja gestern Morgen. Aufgrund der aktuellen Umstände haben wir gestern in der Referentenrunde über noch einen weiteren Antrag geredet. Im Moment liegen 6 Anträge vor. Zu dem 7. sage ich dann gleich was. Der 7. steht auch schon im Pad mit einem Fragezeichen drin. Fangen wir an mit den Anträgen von gestern. Erster Antrag: Schülerinnen und Schüler vor Werbung an Schulen bewahren, Schulsponsoring
verantwortungsvoll gestalten. Dann habt ihr die Anträge ja gesehen, das ist gut. Ich habe es einfach im Kopf gefiltert, keine Ahnung, egal, ich kenne sie ja. Ja, es geht um, im Grunde genommen ist der Hintergrund die Panini-Bilder, das kennt ihr. Die Geschichte, Panini hat Hefte verteilt, kostenlos an Schulen. Die Schulen haben sie angenommen aufgrund von dubiosen Verträgen, die sie gar nicht hätten unterschreiben dürfen. Die Landesregierung sagt, es ist alles in Ordnung. Wir haben ein Handbuch rausgegeben, da müssen sich die Schulleiter ja nur dran halten und dann ist die Welt bunt. Wie wir jetzt sehen, halten sich die Schulleiter nicht dran und deswegen ist das jetzt unser Antrag, nochmal auf das Thema Sponsoring hinzuweisen und zu sagen, die Landesregierung muss eben mehr tun, als einfach nur darauf hinzuweisen, dass sie ein Handbuch hat, sondern muss aktiv bei der Lehreraus- und Fortbildung, gerade für Schulleiter, auf dieses Thema hinweisen und auch alle Schulleiter und auch alle Schulträger nochmal darauf hinweisen, wie mit Schulsponsoring umgegangen ist, umgegangen wird. Toso. Ich habe noch eine Frage. Also die Schulen haben sich verpflichtet, diese Hefte von Panini anzunehmen. Haben die sich auch verpflichtet, die an die Schüler zu verteilen? Ich meine, Altpapier ist groß an Schulen. Also es gibt wohl Rahmenverträge zum Thema Schulsponsoring, die Schulleiter, da gibt es eine Agentur und die hat den Verträge zugeschickt und Schulleiter haben diese Verträge unterschrieben. Das sind so Rahmenverträge, da kriegen die regelmäßig Sponsoring-Materialien. Das ist in vielen Fällen wohl auch koscher und in diesem einen Fall war es jetzt nicht koscher und selbst die Landesregierung sagt ja so nicht, das war unerlaubte Werbung und will jetzt in diesem einen Fall dagegen auch irgendwie vorgehen. Das ist aber nicht der einzige Fall, es gibt noch ein paar andere, die wir wissen, auf die wir auch hingewiesen haben und die wir auch im Ausschuss schon hatten. Ein Beispiel wäre, die verteilen das. Nein, sie müssen es nicht verteilen. Nein. Es gibt auch welche, die haben es zurückgeschickt. Die haben gesagt, Moment, das nicht, das ist Werbung. Aber viele haben es verteilt und das ist das Problem. Viele wissen anscheinend nicht, was Werbung und was Sponsoring ist. Gut, gibt es zu dem Antrag Rückfragen? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich jetzt positiv ab. Wer ist dafür, dass wir diesen Antrag fürs nächste Plenum einbringen? Das sind alle. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Förderung des digitalen Breiten- und Profisports. Breitensport finde ich gut. E-Sport verdient Anerkennung und Wertschätzung. Wer möchte zu diesem Antrag etwas sagen? Der Lukas wahrscheinlich. Ich gucke ihn mal so an. Er drückt. Jawohl. Ja, E-Sport, großes Thema. Ich denke, muss ich jetzt nicht nochmal allen erzählen. E-Sport ist der Sport, der entstanden ist tatsächlich aus Computerspielen. Das Ganze nimmt sehr professionelle Züge an. Es gibt Profiteams, es gibt Sponsoringverträge, es gibt Großveranstaltungen, es gibt Nachwuchssuchen und Förderung. Es ist eine ganze Industrie drumherum entstanden, ist teilweise professioneller als so manche andere Sportarten, die es dann halt so gibt. Weil man immer wieder wenn man an E-Sport denkt, wird man von diesem Klischeebild des Computerspielemenschen konfrontiert, leicht adipös, alleine im Zimmer. Das ist bei weitem nicht so. Die Profi-Computerspieler sind alle geistig und vor allem körperlich topfit, weil es da halt auch eben auf Hundertstel oder Tausendstel Sekunden Reaktionszeiten kommt und so weiter. Also unglaublich spannend. In anderen Ländern ist das Ganze auch schon als Sport anerkannt, bei uns leider nicht. Und dieser Antrag soll halt auch eben die Debatte anzetteln, ähnlich wie es auch schon die Berliner Piraten gemacht haben, dass man sich auf sportpolitischer Ebene damit auseinandersetzt, inwieweit man diese in der Geschichte des Sports relativ neue Entwicklung dann halt tatsächlich gesellschaftlich mit einbezieht und den halt auch alle Vorzüge bzw. Privilegien zukommen lässt, die auch der bisherige organisierte Sport bekommt. Ja. Der
Antrag, die Forderung des Antrags, glaube ich, relativ knapp, ist nur ein Satz, insofern sehr überschaubar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Abgeordneten, die diesen Antrag, also der anderen Fraktion, die diesen Antrag lesen werden und vermutlich auch die dazu sprechen werden, sich zum ersten Mal in ihrem Leben mit diesem Thema beschäftigen werden. Das dürft ihr gerne ergänzen oder irgendwelche Tipps geben, was noch mit einbezogen werden müsste, wenn ihr argumentative Ideen habt. Wenn ihr sonst irgendwelche Ideen habt, immer her damit. Ich habe noch keine Rede geschrieben und freue mich darüber. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, ob ich dazu reden werde. Das entscheidet ihr. The bomb has been planted. Kurz zur Erläuterung, nämlich genau der Punkt mit der Gemeinnützigkeit, um die es hier halt geht. Das ist ja genau der einzige Punkt der Forderung. Es ist tatsächlich so, dass halt in der Abgabenordnung halt Schach als Sport beispielsweise in diesem Zusammenhang anerkannt ist. Ich kann mich jetzt nicht unbedingt an WDR-Übertragungen, Live-Übertragungen kommentierte der letzten Schachturniere oder Schachmeisterschaften hier in Nordrhein-Westfalen erinnern. Die, ja, natürlich gibt es die, die halt aber sozusagen auch diese neue Breite an Leuten erreichen. Von daher, der WDR berichtet ja auch schon sehr breit und sehr eingehend über E-Sports-Veranstaltungen und in dem Fall halt die Förderung der Gemeinnützigkeit oder überhaupt die Schaffung der Gemeinnützigkeit für den Bereich E-Sports, das ist halt das eigentliche Ziel. Von daher, ich bin auch sehr gespannt, wie sich die anderen dazu äußern werden. Na gut, Schach ist historisch gewachsen und die haben ja sogar damit Probleme teilweise. Ja, die dürfen zum Beispiel, wenn Tanzverbot ist, keine Schachwettbewerbe austragen, weil das ja Sportveranstaltungen sind. Also Karfreitag kein Schachwettbewerb, dann kriegt man ein Knöllchen sozusagen. So, würde dann auch E-Sports treffen, ne? Nur so nebenbei. Aber sehr wichtig ist die Gemeinnützigkeit in ganz, ganz vielen, also das ist kein bescheuerter Blabla am Ende. Die Landesregierung soll sich mal dafür einsetzen. Wenn die anderen um die Ohren hauen, haben sie den Satz nicht richtig gelesen. Denn die Gemeinnützigkeit dafür zu bekommen, ist halt eine entscheidende Sache auch für Vereine und so weiter und so fort. Sachen, die nicht Sport sind, können sie oft auf Jugendarbeit und sowas berufen. Ich will Schach da jetzt zum Beispiel nicht heranziehen. Ne? Und Sport ist halt eine andere Möglichkeit. Die trifft bei E-Sports eben deutlich eher zu. Das ist deshalb ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gut, ich nehme mich selber dran. Kurz zum Hintergrund, warum Schach hier so oft erwähnt wird. Schach steht explizit in der Abgabenordnung. Da steht also, Förderung des Sports ist, also Sport ist förderungswürdig, Klammer auf, Schach gilt als Sport, Klammer zu. Man könnte also auch hinschreiben, Schach und E-Sport gelten als Sport. Aber gut, das ist die Abgabenordnung, die ändern wir hier nicht. Ich habe gestern ein paar Hinweise noch gegeben zu dem Antrag, die sind auch eingeflossen, finde ich sehr gut. Bisher war es so, dass E-Sport vor allen Dingen dann über, man könnte auch sagen, historisch gewachsen, E-Sport wurde über LAN-Partys gefördert eine lange Zeit. Seitdem es Breitband-Internet gibt, sterben die LAN-Partys langsam aus, die Leute spielen trotzdem weiter und wirken da ihrer Vereinsamung entgegen, indem sie dann Vereine gründen und dann wieder zusammenspielen, teilweise auch räumlich getrennt und trotzdem zusammen. Der Hintergrund des Ganzen noch einmal ist, dass Sport also die Definition, was ist Sport, da nimmt man meistens die Definition des Deutschen Sportbundes heran und dafür, da steht dann drin, dass der einzelne Sportler eine typische, für sich selbst ausgeprägte Bewegung vollführen muss, weswegen zum Beispiel Billard oder Dart als Sport gilt, weil man macht eine Bewegung. Der Gang zum Kühlschrank ist eine typische E-Sportler-Bewegung, das stimmt. Beim Schach bewegt man auch die Hand, beim E-Sport bewegt man auch die Hand, zwei Hände sogar. Also ich glaube, bei diesem Antrag, da gibt es wenig, was man dagegen setzen kann, es sei denn, man schafft eine neue Definition von Sport, wo Schach dann wieder rausfällt. Ich bin da tatsächlich auf die Gegenargumente gespannt. Ich finde, diese neue Version von dem Antrag, die wir hier auch zur Abstimmung stehen haben, die ist gut und da müssen wir unbedingt was mitmachen.
Es dauert ein paar Sekunden. Oh, mein Text ist weg. Okay, streichen wir zusammen, ist egal. Ich habe eh nur geredet, bis ihr wieder eine Verbindung habt. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Ansonsten frage ich jetzt ab, wer ist dafür, dass wir diesen Antrag so einbringen, wie er rumgeschickt wurde? Das sind alle. Gut, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Hat er inzwischen einen besseren Titel, Herr Danebott? Herr Nixus? Ihr würfelt noch. Gut. Dann ist der Titel bis jetzt Bau eines Zwischenlagers in Jülich für die 152 Kastoren und die darin enthaltenen ca. 300.000 Brennelementkugeln aus Jülich. Also da wird uns noch ein kürzerer, knackigerer Titel einfallen. Das ist jetzt sicher das Problem. Ich bin einfach gestern nicht dazu gekommen. Wir hatten Anhörung im Umweltausschuss zum neuen Naturschutzgesetz und das ging bis halb. Fast halb acht. Okay, ihr macht noch einen besseren Titel. Da war ich ich muss da auch den Herrn Danneboot in Schutz nehmen. Ich bin da auch beteiligt, aber ich hatte gestern, wie das bekannt ist, den ganzen Tag diese komischen Meetings und Arbeitskreise. Und tut mir leid, bin ich echt nicht so gekommen. Schaffen wir aber noch zusammen bis 14 Uhr heute. Danke. Gibt es inhaltliche Fragen zu dem Antrag? Also der Titel sagt ja, was gefordert wird. Also fasst quasi den ganzen Antrag in einem Satz zusammen. Das ist quasi der Antrag, genau. Gut, wenn es da keine Fragen zu gibt, keine Anmerkungen zu gibt, dann stimmen wir auch darüber ab. Wer ist dafür, dass wir den Antrag so einbringen wie rumgeschickt? Mit einer anderen Überschrift, natürlich mit einer anderen Überschrift, Entschuldigung. Auch ein Vorschlag. So, Olaf? Also jetzt nochmal die Hände hoch, bitte. Die alle, die schon die Hände eingeschlafen sind. 1, 2, 3, 4, 5, sehr gut. Der Olaf jetzt auch, alles klar, dann ist das einstimmig. Gut, schiere gut. Und Vorschläge habt ihr auch bekommen, wie man den Titel ändern kann. Nee, du bist beim falschen Antrag. Nächster Punkt. Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Einführung eines obligatorischen Volksentscheids bei Verfassungsänderungen. Zu diesem Antrag, den gab es schon mal. Den haben wir schon mal gestellt. Das ist eine Weile her. Der ist zurückgestellt worden aufgrund der Verfassungskommission seinerzeit. Da sollte er eingearbeitet werden. Die Verfassungskommission hat sich mit auf ihr Tableau geschrieben. Wir diskutieren darüber, ob wir am Ende dieser Verfassungskommission eine Volksabstimmung über diese Verfassungsänderungen dann durchführen wollen. Das ist relativ schnell unter den Tisch gefallen. Wir hatten zu diesem ersten Antrag, hilf mir kurz, sieht mal, die Nummer war 119. Wir hatten damals in der ersten Lesung schon einiges an Kritik in Anführungszeichen einstecken müssen und haben uns jetzt gedacht, okay, dann nehmen wir jetzt diese Kritik auf, passen den Antrag an und bringen ihn jetzt nochmal ein. Und zwar so, dass die Entscheidung dazu vor dem Ende der Verfassungskommission passieren muss. Denn sonst würde ja für diese Änderung, die wir jetzt machen, die da jetzt vorgeschlagen wird, würde ja dieser Antrag nicht gelten. Das wäre ja ein bisschen hirnrissig, dass wir das dann später machen. Ja, das ist der Hintergrund des Ganzen. Diesen alten 119er, wir haben gestern auch nochmal drüber geredet, der Frank hatte eingebracht, man könnte den alten Antrag auch ändern. Dann hätten wir aber nicht die zwei Möglichkeiten, das ist uns dann noch eingefallen, nochmal über den Antrag zu reden, und zwar in der neuen Form, zumal da drei Lesungen stattfinden müssen zu dem Antrag. Und dann können wir noch dreimal darüber reden, dass wir das gerne wollen, dass auch zu dieser Verfassungskommission schon der Volksentscheid kommt. Soweit. Dietmar. Ja. Danke, Michel, für die Erklärung, die du heute gestern Abend schon angekündigt hast. Ich bin erschrocken darüber. Erstens über den Antrag, der mitnichten einen einzigen Punkt der Kritik, wie sie in der ersten Lesung zum Antrag 16-119 geäußert worden ist, aufgreift. Und zwar null. Null davon. Das wird man bei einem Vergleich der Verfassungsänderungen, über die dieses Gesetz beschlossen werden soll, feststellen. Insbesondere fehlt da das Aufgreifen der Kritik in Hinblick auf das Quorum bzw. die
Stimmenbeteiligung der Ja-Stimmen und wann eine Verfassungsänderung verbindlich werden soll, also ab welcher Referendumsbeteiligung. Und zum anderen fehlt eine explizite Ausklammerung von redaktionellen Verfassungsänderungen, wie wir in den letzten 67 oder 66 Jahren noch einige hatten. Das war ein wesentlicher Kritikpunkt der CDU. Der andere war der Kritikpunkt von Innenminister Jäger im Rahmen der ersten Lesung. Ganz ehrlich, mal einfach zu sagen, hier der Antrag 1619 sei in der Verfassungskommission unter den Tisch gefallen, halte ich gelinde gesagt für eine Frechheit. Doch, das hast du genau so gesagt, sei unter den Tisch gefallen. Also zunächst einmal habe man am Anfang gesagt, man wolle am Ende darüber beraten, ob man einen Volksentscheid mache, und dann sei der Antrag irgendwie beziehungsweise das Thema irgendwie unter den Tisch gefallen. Es war in eurem Beritt, ja, das kann man ja nachhören, das gibt es ja als Konserve, es war in eurem Toso und dir, in deinem Beritt, Michel, diesen Antrag beziehungsweise dieses Petitum, welches wir im Juni des Jahres 2012, als unseren ersten Antrag hier eingebracht haben in den Landtag Nordrhein-Westfalen, am Köcheln zu halten, am Leben zu erhalten, zu bespielen im Rahmen der Verfassungskommission, weil durch die Beschlussfassung über die Verfassungskommission dieser Antrag der weiteren Beratung in den Ausschüssen entzogen worden war. Ich bin mehrfach von verschiedenen Ausschussassistenten angefragt worden, was denn mit der Beratung oder weiteren Fortsetzung der Beratung in den Ausschüssen zu diesem Antrag werden soll. Ich habe jeweils darauf verwiesen, dass dieser Antrag nun mal in der Verfassungskommission behandelt werden müsse, weil es eben sich auch um eine Verfassungsänderung handelt und diese nun mal in der Verfassungskommission beratschlagt und beschlossen werden soll, vorab beschlossen werden soll. Das ist offenbar nicht geschehen, Michel. Es ist mit Verlaub nicht geschehen, es ist mit Verlaub eine Schlamperei. So, und jetzt zu kommen und zu sagen, wir kassieren den Antrag 1619 vom 26.06.2012, der am 12.07. im Plenum in erster Lesung beraten worden ist, wir ziehen den quasi zurück, denn das wäre die notwendige Folge davon, um einen Antrag einzubringen, der im Übrigen sowohl was die Problemstellung als auch die Lösung als auch die Begründung mit kurzen Ergänzungen in der Begründung identisch ist zu dem Antrag von 2012, heilig gelinde gesagt, für Unsinn, für absoluten Unsinn. Wir befinden uns in der Vorbereitung zur zweiten Lesung. Und wenn es darum geht, zu sagen, wir möchten das gerne vor Ende der Verfassungskommission haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt, diesen Antrag 1619 zur Vorbereitung der zweiten Lesung, Beschlussfassung über die Beschlussempfehlung zur zweiten Lesung in den Ausschüssen zu behandeln. Gegebenenfalls mit einer Änderung, wie ich es auch in meiner E-Mail von gestern oder vorgestern geschrieben habe, dass eben hier ein Neudruck für den Antrag erforderlich ist, um die Kritikpunkte, wie sie in der Sitzung des Plenums am 12. Juli 2012 geäußert worden sind, aufzugreifen, zu Recht geäußert worden sind. Ich meine, wir erinnern uns 2012 im Juni, als Robert Stein und ich diesen Antrag gefertigt haben, waren wir einfach noch grün hinter den Ohren parlamentarisch. Wir hatten ja noch nicht mal die Ausschüsse alle besetzt. Ja, gleichwohl wussten wir, dass das Ding irgendwie in den Hauptausschuss muss. Ja, Rechtsausschuss war auch noch klar, Innenausschuss auch. So, weiteres wussten wir nicht. Ich wusste allerdings, dass eine Verfassungskommission kommen würde. Dass das dann allerdings da reinfließt in die Verfassungskommission, war mir zu diesem Zeitpunkt nicht klar. So, und jetzt ist 4 Jahre später diese auch aus Piratenparteisicht und aus Piratenfraktionssicht elementare Fragestellung, Verfassungsänderung durch Volksentscheid, 4 Jahre lang nicht bespielt und nicht behandelt worden in der Verfassungskommission. Ganz offensichtlich. Denn sonst bräuchten wir den Käse nicht. Und deswegen sage ich, dann lasst uns bitte schön mit einem Neudruck oder einer entsprechend tatsächlichen Änderung, die hier in diesem jetzt vorliegenden Antrag überhaupt nicht enthalten ist, diesen Antrag von 2012 ändern. Lasst uns den in die Beratung hinein forcieren, sowohl im Hauptausschuss, Innenausschuss als auch Rechtsausschuss. Dann können wir im Juli, gegebenenfalls aber dann eben kurz nach der Sommerpause, möglicherweise aber schon im Juli mit der zweiten Lesung im Plenum aufschlagen. Anderenfalls sieht es so aus, dass wir jetzt eine erste Lesung haben, dann geht das in die Ausschüsse, dann kommt das eventuell die Beratung nach der Sommerpause, um dann vielleicht im Oktober oder November, und dann ist die Verfassungskommission mit Sicherheit ganz abgeschlossen, in die zweite Lesung zu kommen. Ich darf Sie auf die Zeit hinweisen. Ja, die Zeit, sage ich dir gleich, Michel, sollte sein. Weil wenn das so läuft, wie das jetzt hier vorgesehen ist, werde ich hier, und das kündige ich hiermit an, öffentlich,
werde ich meine Arbeit für diese Fraktion einstellen. Gut. Toso. Der Antrag, den wir ursprünglich eingebracht haben, soll in der Verfassungskommission am Ende der Beratung aufgerufen werden. Wir sind in der Verfassungskommission nicht am Ende der Beratung. Er wird dann da selbstverständlich aufgerufen. Die Sache, die jetzt eingebracht werden soll, soll das Verfahren einfach nur beschleunigen, wenn ich das so richtig verstanden hatte. Diese Beschleunigung erfolgt deshalb, weil in den letzten Diskussionen, die wir hier zur Verfassungskommission hatten, das sehr stark angemahnt worden ist. Und deshalb wollte Michel dem Ganzen jetzt die Form geben, das zu beschleunigen. Wollte das nicht mehr beschleunigen und beim ursprünglichen Plan bleiben, dass wir das in der Verfassungskommission am Ende der Beratung aufrufen, dann müssen wir das nicht einbringen, sondern es bleibt alles so wie geplant. Michel versucht jetzt nur, dem gerecht zu werden, was ihr eben aufgetragen habt in den letzten Runden. So, ich würde mal dafür plädieren, dass wir argumentieren ja hier und wir drohen nicht. Das finde ich mal ein ganz wichtiger Punkt. Das bringt uns nicht weiter. Und vielleicht hilft es auch zur Klarstellung, dass wir ziemlich am Anfang in der Legislatur hier einen Gesetzentwurf eingebracht haben. Die Nummer 16-119 ist ein Gesetzentwurf. Kein Antrag. Dieser Gesetzentwurf ist in erster Lesung behandelt worden, ist an die Ausschüsse, Hauptausschuss und Innenausschuss überwiesen worden, ist da als Beratungsgegenstand geparkt, weil in der Verfassungskommission über Verfassungsänderungen gesprochen wird. Dieses Gesetz, was wir eingebracht haben, ebenfalls die Verfassung ändern soll. Wie Toso gerade gesagt hat, gehe ich mal von aus, soll das am Ende in der Verfassungskommission nochmal aufgerufen werden. Der Gesetzentwurf als solcher muss aber nicht innerhalb der Verfassungskommission beraten werden. Er ist damit in Zusammenhang, ja, aber er muss nicht innerhalb der Verfassungskommission beraten werden, sondern er wird im Hauptausschuss und im Innenausschuss beraten, so wie er jetzt da vorgesehen ist. Dieser neue Gesetzentwurf, das habe ich auch gestern schon gesagt, ich unterstütze den nicht, weil wir haben einen Gesetzentwurf mit gleicher Thematik, mit quasi gleichem Inhalt und wir können im Laufe der zweiten Lesung unseren aktuellen Gesetzentwurf, der hier seit 3 Jahren im Landtag eingebracht ist, natürlich ändern. Und das sollten wir tun, wenn wir da Formulierungen ändern wollen. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir haben hier einen Gesetzentwurf und keinen Antrag. Und ich plädiere auch dafür, den alten gegebenenfalls halt zu ändern. Punkt. Gut, ich habe mich selbst noch auf der Liste. Ich möchte ein paar Dinge klarstellen. Dietmar, du kannst mir Dinge in Wort legen, Dinge in den Mund legen, die ich nicht gesagt habe, das macht es aber nicht besser. Dieser Gesetzentwurf ist geparkt worden, daraufhin, weil es hieß, es gibt eine Verfassungskommission. In der Verfassungskommission wurde am Anfang eine Themensammlung zusammengestellt. Toso, bitte berichtige mich, wenn ich was Falsches sage. Eins dieser Themen war, ob man über diese Verfassungsänderung, die man da jetzt hat, abstimmen lassen will am Ende. Ein zweiter Punkt war, ob man eine obligatorische Volksabstimmung am Ende jeder Verfassungsänderung oder entsprechend welcher Verfassungsänderung haben müsste und einführen möchte. Dieses Thema ist am Anfang aufgerufen worden und es ist sehr schnell in den ersten Terminen der Verfassungskommission, ja Dietmar, das ist in Konserve, das kann man sich gerne angucken, gab es sehr schnell die Stimmen, die gesagt haben, das interessiert die sowieso keinen. Beweismittel war sozusagen dieses Portal, das gemacht wurde, wo man teilnehmen konnte als Bürger an der Verfassungskommission. Und dann haben einige Mitglieder der Verfassungskommission gesagt, das brauchen wir hier alles nicht, das interessiert eh keinen. Und deswegen müssen wir uns auch nicht weiter unterhalten über das Thema obligatorische Volksentscheide oder ob über diese Verfassungsänderung per Volksentscheid entschieden werden soll. Das Thema ist aber, wie Toso richtig gesagt hat, ans Ende geschoben. Und ans Ende geschoben im Moment ist das Thema, und das wird auch noch aufgerufen, ob über diese Verfassungsänderung, die jetzt vorgeschlagen wird, auch abgestimmt werden soll. Und unsere
Aussicht und unser Einblick, den wir da genommen haben, der besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Antrag oder dass diese Idee eine Mehrheit finden wird in dieser Besetzung der Verfassungskommission, ist nahe 2/19. Und dementsprechend wollten wir, und darüber haben wir beim letzten Mal hier in der großen Diskussion nach der kurzen Frage von Daniel geredet, wollten wir dem Thema Volksentscheide bei Verfassungsänderungen nochmal Nachdruck verleihen. Deswegen dieser neue Antrag, der sich sehr wohl, wenn man die beiden nebeneinander legt, natürlich von dem alten Antrag unterscheidet und natürlich auf die Quoren eingeht, in dem nicht mehr ein eigenes Quorum da festgelegt wird, sondern auf Artikel 69.3.2 verwiesen wird, was die Kritik zumindest der CDU aus der Rede aufgegriffen hat, zumindest nach dem, wie ich die Kritik verstehe und gelesen habe. Man könnte natürlich, das ist eine Frage der Vorgehensweise, man könnte auch sagen, weißt du was, wir ändern jetzt den alten Antrag und machen dann eben noch zwei Lesungen, Frank, das hast du ja gestern auch schon gesagt in der Vorstandssitzung, wäre auch ein Weg. Wir haben uns im Moment einfach anders entschieden. Und wir heißt in dem Fall die Antragsteller, was Toso und meine Wenigkeit für den Hauptausschuss wären. Dass das zufällig die gleichen Leute wie in der Verfassungskommission sind, ja, das ist halt so. Aber die Verfassungskommission ist nicht für jede Verfassungsänderung zuständig, sonst hätten wir den Verbraucherschutz mit Simone auch nicht eingebracht, sondern dann wäre das auch in diese Verfassungskommission geflossen. Wir wollten Dinge an der Kommission vorbeimachen. Wir wollten Dinge, die da nicht aufgerufen werden, aufs Tableau bringen in ordentlichen Sitzungen. Und das ist jetzt einer dieser Anträge. Und ja, darüber können wir jetzt, müssen wir jetzt, sollten wir jetzt entscheiden. Gerhard. Weil Dietmar gerade nochmal ausdrücklich nachgefragt hat. Also zur taktischen Vorgehensweise oder strategischen Vorgehensweise will ich mich gar nicht äußern, wirklich nicht. Das ist euch überlassen. Dietmar hat auch insoweit recht, als natürlich die beiden Gesetzentwürfe sehr, sehr ähnlich sind. Es geht um einen obligatorischen Volksentscheid bei Verfassungsänderungen. Allerdings würde ich schon etwas anders sehen, dass wir, dass der neue Antrag die Kritik aus der ersten Plenarlesung nicht aufgenommen hätte. Was jetzt die Rhetorik oder die Begründung angeht, haben wir zum Beispiel, weil wir das damals noch für selbstverständlich hielten, ausdrücklich aufgenommen, dass es positive Beispiele für solche obligatorischen Volksentscheide gibt, nämlich in Hessen und in Niedersachsen. Das haben wir zwar in der Plenardebatte gesagt und auch durch Zwischenrufe zum Ausdruck gegeben, aber es steht eben nicht drin. Insofern, das ist sicherlich nichts Fundamentales, aber sozusagen für die Zukunft oder für die Geschichte ist dann auch nachzulesen, das ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben, das kann man schon im Antrag erkennen, dass es eben diese, steht da schon geschrieben, dass es positive Beispiele gibt. Aber jetzt zum Kern sind ja auch verschiedene andere Kritiken geäußert worden. Einmal tatsächlich gab es von der CDU die Kritik, die habe ich mir persönlich jetzt, oder braucht sich auch die Fraktion, denke ich, nicht zu eigen zu machen, aber es wurde das Quorum, was wir in unserem alten Antrag drin hatten, kritisiert. Und daraufhin war die Idee zu sagen, okay, A, gibt es eine Kritik von bestimmten Fraktionen im Landtag, B, konnte sich die Verfassungskommission im Rahmen ihrer Debattungen bei Volksbegehren und Volksentscheide auch nicht auf neue Quoren einigen. Offensichtlich findet es die überwiegende Mehrheit im Landtag, die Quoren, wie sie bisher in der Verfassung bestehen, okay. Und deswegen haben wir da einfach gesagt, dann nehmen wir dann eure Vorstellung auf und lassen uns halt bei dem Quorum, das in der Verfassung dafür vorgesehen ist. Dann wurde zum Beispiel kritisiert, dass es doch einen erheblichen Aufwand bedeutet, oftmals oder zumindest manchmal werde bei Verfassungsänderungen irgendwie nur ein Komma verändert oder ein Wort ausgewechselt. Es gab auch ein konkretes Beispiel aus der ersten Plenardebatte, das ist mir jetzt nicht mehr geläufig. Es war tatsächlich eine relativ einfache Verfassungsänderung. Das heißt, wollen Sie da... Richtig, danke Dietmar. Wurde gesagt, wollen Sie denn jedes Mal dann dazu einen Volksentscheid herbeiführen? Die Veränderung in der Verfassung rechtfertigt doch gar nicht so einen Aufwand. Dann haben wir einfach in die Begründung mit reingeschrieben, okay, man kann ja die Abstimmung über Verfassungsänderung dann mit Landtagswahlen zusammenfassen. Das hatten wir zwar auch, glaube ich, in der Plenardebatte gesagt, steht jetzt eben auch im Antrag drin. Die einzige Kritik, die mich ansatzweise überzeugt hat, war die des Abgeordneten Wedel, der auf einen gewissen formalen Widerspruch aufmerksam gemacht hat. Wir hatten, wie gesagt, einen obligatorischen Volksentscheid vorgesehen und hatten die Bestimmung des, ich glaube, Artikel 69 Absatz 3 Satz 1 nicht rausgenommen, wo drin steht und stand, dass Landesregierung und Landtag, wenn sie mit einem Vorschlag für eine Verfassungsänderung im Plenum nicht durchdringen, das auch nochmal zum Volksentscheid vorlegen können. Er hat gesagt, dann kommt es ja eventuell zu zwei Volksentscheiden hintereinander. Das macht zwar in der Sache überhaupt gar keinen Sinn,
aber formal ist die Kritik berechtigt. Es ist theoretisch oder vom Wortlaut dann denkbar, dass das dann zu zwei Volksentscheiden in der gleichen Frage kommt. Und das haben wir eben jetzt auch geändert. Und das, finde ich, war ja keine unwesentliche Kritik. Das war eine Schwäche des ersten Gesetzentwurfs. Das haben wir auch geändert. Insofern haben wir schon Änderungen vorgenommen und uns optimiert. Wie gesagt, ich kehre an das zurück, was ich eingangs gesagt habe. Mir persönlich, ich wollte keinen strategischen Vorschlag machen oder taktischen Vorschlag machen. Das ist der Fraktion überlassen. Aber es hat schon Änderungen gegeben gegenüber dem ersten Entwurf. Die Zeit. Okay. Gut, also ja, danke für deine Ausführungen, Gerhard. Änderungen eines Gesetzes beziehungsweise eines Gesetzes über eine Verfassungsänderung sollte sinnvollerweise die zu normierenden Änderungen auch in den Text der Verfassung aufnehmen. Bezogen auf 69 Absatz 3 ist das zutreffend. Im Übrigen hast du selbst gesagt, naja, wir haben das mal in die Begründung geschrieben. Das kann man machen, das hilft aber nicht und hilft vor allen Dingen nicht formal über die doch sehr streng zu betrachtenden Regelungen einer Verfassung. Weil das muss ich dann auch in die Verfassung reinschreiben wollen, so wie es gedacht ist. Und da reicht es nicht aus, irgendwann mal auf die Motive des Gesetzgebers zu blicken. Das wird uns also dann, egal wann, in einer ersten oder weiteren Lesung ebenfalls hier um die Ohren fliegen. Das genau wollte ich ja verhindern, indem ich gesagt habe, dann machen wir bezogen auf den bereits bestehenden Antrag, der sowohl von der Begründung wie aber auch von dem Gesetzestext oder dem Verfassungstext dann mehr oder weniger identisch ist, heilen und diesen Prozess durch tatsächlichen Aufruf in den jeweiligen Ausschüssen zur weiteren Beratung, das ist nämlich Sache des Antragstellers, der antragstellenden Fraktion, das zu tun, dieses in die Beratungsverfahren, in den Beratungsverfahren in den Ausschüssen zu forcieren und fortzusetzen. Mit einem entsprechenden Neudruck des Antrags, das erleben wir nun ständig, dass wegen irgendwelcher Gesetzesvorlagen, Gesetzesänderungen etc. pp. Neudrucke eingereicht werden im Beratungsverfahren in den Ausschüssen. Und zumal wir ja auch noch eine zweite Lesung haben oder vielleicht sogar auch noch eine dritte Lesung, das kann man ja nun auch noch ins Kalkül ziehen. Nur zu sagen, hey, wir machen jetzt hier den großen Move, kassieren den alten Antrag, zu dem, da habe ich jetzt bisher auch nichts gehört von dir, Michel, was mit dem alten Antrag passieren soll. Zurückziehen. So, das heißt also, wir ziehen einen alten Antrag zurück, bringen denselben, quasi selben Antrag neu ein und machen jetzt hier den ganz großen Aufschlag. Kommt das hier an, so kommt das hier rüber. Und ganz ehrlich, nochmal, deine Begründung, Michel, zieht aus meiner Sicht nicht, der nämlich aus der Verhandlungsablaufsituation, wie sie sich in der Verfassungskommission dargestellt haben soll. Ich weiß nur eins. Ich habe in den vergangenen 4 Jahren mehrfach einfach mal erinnert und mal nachgefragt, was ist eigentlich mit unserem alten Antrag? Sogar, und da war Robert Stein noch hier in der Fraktion, hat er auch mal, was ist eigentlich mit unserem Antrag, mal nachgefragt. Immer wieder. Und heute hinzugehen und zu sagen, ja, das war aber irgendwie alles anders. Und das ist dann, und Michel, du kannst es bitte nachgucken, das tust du, ich kenne dich. Du hast vorhin gesagt, das ist dann im Laufe der Zeit unter den Tisch gefallen. Und dann hat man ersonnen, dass man am Ende dieser Kommission dann nochmal so was Ähnliches wie die Frage aufwirft, ob denn über diese Verfassungsänderung, die jetzt in Rede steht, im Rahmen der 16. Legislaturperiode einen Volksentscheid macht. Das ist gar nicht der Tenor unseres Antrags. Der Tenor heißt obligatorischer Volksentscheid bei Verfassungsänderung. Und nur das kann und war von vornherein unsere Zielsetzung der Fraktion obligatorisch. Es war nie die Rede davon. Dann hätte ich, mein lieber Michel, dann hätte ich irgendwann in den letzten 4 Jahren einen Hinweis erwartet, dass das so sein soll. Dann hätte ich mit Sicherheit darauf gedrängt, dass wir vorab, weil diese Duckmäuserhaltung von CDU, SPD oder wem auch immer, ja, nämlich keine klare Kante im Hinblick auf die Bürgerbeteiligung und auf die Partizipation der Menschen in unserem Lande zu legen. Da muss ich sagen, das geht gar nicht. Dann hätte ich einen Hinweis erwartet, dass wir nämlich schon im Vorfeld von mir aus vor 2 Jahren oder vor anderthalb oder einem Jahr diesen Antrag 1619 bereits weiter forciert hätten in den Ausschüssen, um dieser Verfassungskommission mal ein bisschen Beine zu machen und auch wirklich dann medial und pressetechnisch einen richtigen Aufschlag im Hinblick auf unsere Partizipationsbestrebungen zu machen. Geben wir immer noch die Zeit. Ja. Danke. Punkt.
Okay, danke. Also ich möchte noch mal darauf hinweisen, weil hier immer wieder von Anträgen gesprochen wird. Hier geht es nicht um Anträge, es gibt eine Möglichkeit, wir fordern die Landesregierung auf, irgendwas zu machen. Hier geht es um einen Gesetzentwurf. Wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht, damals, als einer der ersten Aktionen hier im Landtag. Und zu einem Gesetzentwurf, da gibt es eine Beratung, da gibt es Kritik von anderen. Es ist ganz selten, dass in der ersten Lesung ein Gesetzentwurf angenommen wird. Ich weiß nicht, ob das jemals vorgekommen ist hier. Also es gibt halt Kritik und dem Antragsteller, der den Gesetzentwurf erarbeitet hat, dem ist überlassen, diese Kritik einzuarbeiten oder nicht. In der Regel wird sie eingearbeitet, dazu macht man halt Gesetzesänderungsanträge, beziehungsweise also reicht die halt zum eigenen Gesetzentwurf natürlich ein für die zweite Lesung. So. Ob da jetzt Einschränkungen, Änderungen in der Begründung, whatever, das ist ja alles möglich. Man kann alle Punkte, die eben angesprochen sind, aufnehmen und in die Änderung des Gesetzentwurfs einbringen für die zweite Lesung. Das kann man in den Ausschüssen vorher noch mal beraten. Vielleicht was Aktuelles, was dann noch gemacht wird, kann man auch einbringen. Und dann stellt man das Ding zur zweiten Lesung mit den Änderungen. Das ist völlig übliches, normales Vorgehen. Ich habe bisher noch gar keine vernünftige Begründung gehört, warum wir das nicht machen. Warum wir diesen alten Gesetzentwurf, der wirklich eine bestimmte Reife schon hat, dadurch, dass er schon so lange hier drin ist, bestimmte Rechte vielleicht, keine Ahnung, warum wir den jetzt zurückziehen und einen neuen Gesetzentwurf einbringen. Ich verstehe das nicht. Ich habe noch keine vernünftige Begründung dafür gehört und die hätte ich gerne, weil ich bin nach wie vor dafür, das alte zu ändern. Punkt. Ja, danke, danke, Frank. Du hast da das Wesentliche schon vorweggenommen, weil mir das auch nicht so einleuchtet. Und ja, ich da auch den Unmut verstehen kann, wenn Dietmar das auch sehr mit sehr viel Werf hier reinbringt, aber in den Grund der Kritik kann ich schon nachvollziehen, weil ich glaube, ein wesentlicher Punkt, der uns hier ins Parlament gebracht hat, war halt schon sozusagen die Systemkritikpartei. Für dieses System ist ein Update verfügbar und viele haben da Hoffnung in uns gesetzt. Und naja, die haben jetzt 4 Jahre gewartet. Da ist an der Front mehr oder weniger nichts passiert, obwohl das einer unserer Hauptbetätigungsfelder ist, nach eigenem Anspruch. Und insofern kann ich es auch nicht verstehen, jetzt nach 4 Jahren zu sagen, wir nehmen aufgrund von Kritik oder was auch immer den eigenen Antrag zurück. Damit machen wir uns in der Debatte doch schon mal per se angreifbar, weil man uns dann sagen wird, ihr Jungs wisst doch auch nicht so genau, was er jetzt wollt, hü, hot. Und jetzt müsst ihr euren eigenen Antrag zurücknehmen und kommt jetzt hier nochmal mit dem Ding um die Ecke, leicht geändert. Ich kann da auch keinen strategischen Vorteil oder eine Sinnhaftigkeit in diesem Vorgehen erkennen, sondern möchte ich die Frage von Frank wiederholen. Ich glaube, dass es da anscheinend jetzt noch zu viel Gesprächsbedarf gibt, als dass wir den Antrag jetzt einbringen sollten. Ich denke, wir sollten, oder den Gesetzentwurf, den neuen, danke. Ich denke, wir sollten das erstmal aufs nächste Plenum schieben und bis dahin die Möglichkeit hier schaffen, dass wir uns darüber nochmal austauschen. Finde ich gut. Vielen Dank. Ich wollte auch nochmal das Ganze auf eine sachliche Ebene heben. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich habe an der Vorgehensweise Kritik, Nico. Was ich nicht verstehe, lieber Dietmar, ist, dass du diesen Antrag 119 hier verteidigst, als wäre das dein Baby, als wäre das dein Kind oder was weiß ich. Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Du kannst sagen, hey, wir haben doch deinen Antrag, lass uns den ändern und wieder starten. Das ist extrahiert, zumindest wie ich es wahrgenommen habe, das, was du möchtest. Du sagst, lass uns den wieder aufrufen, lass uns sagen, wir haben hier 119, wir haben die Änderung wahrgenommen, wir machen einen Änderungsantrag und gehen damit dann in die Beratung wieder in den Ausschüssen und in die zweite Lesung. Die
Der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir das nicht machen wollten, was einfach eine andere Vorgehensweise ist, kann man so oder so machen, ist das, was ich vorhin gesagt habe mit den drei Lesungen und dass wir das Thema nochmal neu aufs Tableau heben wollen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir es aufgrund von Kritik den alten Antrag zurücknehmen, sondern dass wir sagen, in dieser Verfassungskommission läuft es eben, obwohl wir darauf hingewiesen haben, nicht so, wie wir das gerne hätten, was diese Vorgehensweise angeht. Und deswegen wollen wir das Thema, und zwar bevor diese Verfassungskommission, die nichts anderes ist als eine Obleuterunde, eine was auch immer, wenn man es mal, ne, das ist kein richtiger Ausschuss, diese Kommission legt halt nur einen Bericht vor und aufgrund dessen entscheidet wieder das Plenum über eine Verfassungsänderung. Und bevor dieser Vorschlag vorliegt, wollen wir klargestellt haben, dass wir in dieser Legislaturperiode noch, und zwar vor dieser Änderung der Verfassung, festgelegt haben wollen, dass zu jeder Verfassungsänderung und ja, zu jeder, auch wenn man Komma einfügt, dass wir dann Volksentscheid haben wollen. Und diese Kritik, die damals kam, Haushaltsjahr gegen Rechnungsjahr, das ist dann halt so. Wenn da etwas geändert wird und die Verfassungskommission, und das muss man einfach auch sagen, da wird immer darauf rekurriert, dass eine Verfassung ändert sich ganz langsam, das hat alles Zeit, das ändert man nicht so häufig, höchstens mal wirklich irgendwie redaktionell, dann muss man eben sagen, okay, wir haben eine Verfassungsänderung, die hat der Landtag beschlossen und bei der nächsten Landtagswahl gibt es eine Zusammenfassung der 5 in der Legislatur beschlossenen Kommata, die da eingefügt werden sollen und dann gibt es bei der Landtagswahl zeitgleich einen Volksentscheid darüber, sollen diese Verfassungsänderungen tatsächlich übernommen werden und erst dann sind sie gültig. Wenn tatsächlich irgendwo ein Komma eingefügt wird, dann kann die Änderung auch nicht so wichtig sein, dass sie nicht bis zur nächsten Landtagswahl Zeit hat. Das ist immer wieder, und ich sage das jetzt, nicht mal zu 100% aus eigener Überzeugung, aber vor allen Dingen deswegen, weil es immer wieder in der Verfassungskommission gesagt wird, wie viel Zeit man doch hat und wie langsam sich so eine Verfassung entwickelt und wie viel Historie da drin steckt und wie wichtig das ist, dass man ganz doll darüber nachdenkt, bevor man da was ändert. Und ich glaube, dass wir damit unserer Forderung nicht falsch sind. Ich schließe mich dem Toso an, wir sollten das jetzt nicht hier einbringen. Ich würde den Antrag von meiner Warte zurückziehen, da von uns kam Gesetzentwurf, der auch ein Antrag ist, aber ist egal. Und dann nochmal in Klausur darüber gehen, wie wir damit umgehen. Weil es mein Antrag ist und ich den zurückziehen kann. Wir müssen nicht immer im Konsens entscheiden. Wir können nee, es geht nicht, nein, es geht nicht um Konsens. Es geht darum, die Argumente zu sammeln, ob wir den ändern wollen, den alten oder einen neuen. Ich habe mir ein Bild gefasst. Ich kann abstimmen. Haben wir doch heute gemacht. Wir haben heute breit und groß darüber diskutiert. Mehr als bei Johannes Antrag. Der grüne Klamotte, dann wird er immer so angeschaut. Ich habe mir die Meinung gefasst, wir können abstehen. Warum sollen wir uns jetzt wieder selbst im Weg stehen und noch ein Plenum warten und nochmal Zeit verschwenden? Entweder wir stehen das darüber ab oder wir lassen es. Wenn Dietmar dann rumheult, dann heult halt rum. Ist mir scheißegal. Wie wäre das eigentlich, Dirk? Wie wäre ein Ausschuss? In den nächsten Innenausschuss zum Beispiel. Okay, Leute. Wenn man halt so. Wenn man unterliegt, dann unterliegt man halt. Darf ich mal kurz darauf hinweisen? Leute, das. Leute. Wir haben dazu entsprechende Regelungen. Wir haben vor allem Zuhörer, die nur das gut hören, was man ins Mikrofon sagt. Und ich war mal krank und musste mal die Fraktionssitzung von außen anschauen. Und das war unglaublich kompliziert. Dietmar, kannst du jetzt bitte nicht dazwischen dieser Versammlung zu folgen, weil ich dann halt eben die ganzen Kommentare nicht mitverfolgt habe. Insofern finde ich das total super, wenn wir unsere Mikrofone benutzen können. Deswegen wiederhole ich jetzt, der Dirk stellt quasi den Antrag, darüber jetzt abzustimmen, dann machen wir das. Dann, wenn jetzt hier nicht der Konsens herrscht, dass wir das schieben, dann soll das so sein. Also, ich versuche das zu extrahieren. Es gibt zwei Wege. Es gibt den Weg, wir behalten den alten Antrag und ändern den dann noch entsprechend. Da müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Und gehen damit wieder in die Ausschüsse, also in die normale Beratung. Wir reaktivieren den. Es gibt den anderen Weg, wir ziehen den alten zurück und stellen einen neuen Antrag. Das sind die beiden Wege. Habe ich was vergessen? So. Dietmar. Ich glaube nicht, dass du was vergessen hast. Ich sehe bloß diese, wir sind schon wieder bei erweiterter Digitalis, 0 oder 1. Dazwischen gibt es halt in diesem normalen Leben außerhalb des Digitalen tatsächlich viel, viel mehr Optionen. Unter anderem ist da ja auch der Zeitfaktor drin. Wir haben einen entsprechenden Gesetzentwurf, der auch ein Antrag ist, im laufenden Prozess.
und können den sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Verfassungskommission jederzeit aktivieren. Mhm. Der hat inhaltliche Schwächen, hat Dietmar eben mehrfach darauf hingewiesen. Das kann man beheben durch einen Änderungsantrag. Egal, das Thema ist aber gesetzt. Wir haben jetzt einen zusätzlichen Gesetzentwurf, der auch ein Antrag ist, und könnten diesen jederzeit einbringen ins Plenum, so wir denn wollen. Aber da hindert uns jetzt kein zeitlicher Faktor. Das ist jetzt kein Punkt, der uns unbedingt dazu treibt, dass wir das jetzt ins Juni-Plenum einbringen. Wir können das ganz entspannt eingehen, weil wir das Thema schon gesetzt haben. Dementsprechend, Dirk, geht es hier gerade nicht um diese allgemeine Konsenssoße, wo wir es sonst haben, sondern wir haben einfach gar keinen Druck. Wir haben das Thema schon im Landtag, wir haben es in der Besprechung hier. Wir würden diesen neuen Gesetzentwurf, der auch ein Antrag ist, selbstverständlich einbringen können. Er ist an Stellen verbessert. Aber ich möchte der Diskussion hier möglichst breiten Raum geben, weil Verfassungsänderung ist schon tatsächlich eine etwas schwierigere Geschichte. Lass uns einfach doch diesen Antrag jetzt nicht einbringen. Hier in der Fraktion gerne auch Mumble oder extern darüber diskutieren. Dann den möglichst verbessern und dann schauen, wie wir damit weiter umgehen. Und den anderen Antrag haben wir ja weiter im Prozess. Was soll's? Danke. Parlamentsdatenbank des Landtags Nordrhein-Westfalen, Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Einführung eines obligatorischen Volksentscheids. Ich rede hier von Folgendem, nämlich von der Systematik Staatsaufbau und den Schlagworten Volksabstimmung, direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung. Und es muss nicht reaktiviert werden, denn hier steht als Letztes drin Gesetz in Beratung. Punkt. Mehr braucht man nicht zu sagen. Danke, Toso, für deinen Move im Hinblick auf die breite Diskussion. Breite Diskussion ist an der Stelle wahrscheinlich genau das richtige Wort oder genau der richtige Satz, das Schlagwort. Insofern, als wir ja diese breite Diskussion jetzt wieder aufmachen und gerne natürlich auch am Rande oder im Zusammenhang mit der Forcierung der weiteren Beratung, so wie es hier drin steht, nämlich Gesetz noch in Beratung. Und diese Beratung können wir auch medial begleiten. Das sollte überhaupt gar kein Problem sein für uns, die wir mittlerweile so ein bisschen Profis geworden sind und auch einen guten Pressemenschen dabei haben. Also das sollte wohl machbar sein. Das Ding, so wie es da ist, auch gerade vor dem Hintergrund möglicher oder notwendiger Änderungen unter Aufgreifen der Kritik, dieses nochmal nach vorne zu bringen, fertig. Gut, Dirk besteht nicht auf seine Abstimmung, dann ziehen Tose und ich jetzt den Antrag zurück, über diesen Antrag hier abzustimmen und wir gehen nochmal, der auch ein Gesetzentwurf ist. Nein, ist der Antrag, Moment, ich rede über den Antrag zu dieser Fraktionssitzung. Das sind keine Gesetzentwürfe. Und dann setzen wir uns nochmal zusammen und überarbeiten den nochmal und kommen dann mit einer überarbeiteten Form, der entweder ein Änderungsantrag oder ein Gesetzentwurf sein wird. Hierhin. Nico und dann Dietmar. Ja, kann man so machen. Ist auch nicht grundsätzlich kacke, aber zu bedenken ist doch, dass wir hier eigentlich jetzt doch gehört haben, dass wir einen Gesetzentwurf zur Verfassungsänderung in Beratung haben und jetzt doch eigentlich noch die Frage offen ist, ob man, wie man mit dem umgeht, weil eigentlich hat sich diese Fraktion doch da schon mal ein Bild gemacht. Ist zwar schon was länger her, 4 Jahre, aber ich wage mal zu behaupten, dass sich da ja grundsätzlich nichts dran geändert hat, hoffe ich doch, das ist eine unserer Kernthemen. Sodass es ja auch eigentlich jetzt, ja, dass wir doch jetzt eigentlich auch abstimmen könnten darüber, ob wir mit Änderung jetzt diesen Antrag weiter forcieren, weil dann bräuchten wir keinen anderen Antrag. Mikros, wenn, Leute. Ja, noch eins. Du sagst, es sei nicht, es steht so, das sei mein Baby. Baby ist vielleicht übertrieben, aber ja, es war mir zu Anfang dieser Legislaturperiode ein brennendes, diesen
diesen wesentlichen Aspekt direkt zu Anfang, wo wir uns noch in der Findungsphase befanden, wo eigentlich nur ganz wenige Leute hier aus der Fraktion reden wollten, da hatten sie alle noch ein bisschen Muffen, das hat sich ja Gott sei Dank alles geändert. Das war zu einem Zeitpunkt, als wir in der Findungsphase waren und da haben wir direkt diesen Aufschlag gemacht und wir haben diesen Aufschlag gemacht, wir als Fraktion. Das ist ganz entscheidend. Ja, ob ich da jetzt das gemacht habe oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir als Fraktion sollten haben hinter diesem Antrag gestanden, stehen, glaube ich, auch heute noch dahinter. Sonst gäbe es auch nicht eine neue Fassung eines solchen Antrags. Gehe also zumindest davon aus, also sollten wir das auch, dieses, zumal das der erste Antrag war, den wir in diesen Landtag eingebracht haben, nur mal so ganz nebenbei bemerkt. War das Wahlrecht noch davor? Der Toso. Okay, gut, alles gut. Da war es der zweite, ist auch egal. Aber es hatte beides den gleichen Move und damit ist gut. Gut. Das Baby kann mit 4 Jahren laufen. Nixus sagt 4, Frank zeigt 4. Ich übersetze das noch für den Stream. Nixus sagt, er hat 4 gesagt. Frank zeigt 2 mal 2. Rechnen kann das Kind mit 4 noch nicht so 100%. Egal. So, laufen sollte es können, das stimmt. Dann gehen wir so vor, wie gerade gesagt, und gehen nochmal in uns. Herr Sommer. Anmerkung, ich möchte das tatsächlich möglichst breit machen. Also nicht nur hier fraktionsöffentlich, sondern auch gerne ganz öffentlich. Machen wir einen schönen Mumble-Termin zu. Und ihr könnt noch. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Und zwar mit dem nächsten Antrag. Wo sind wir? Da. Bürgernähe stärken, Vertrauen in die Politik steigern, Einführung eines Angebots, hol die Regierung in dein Projekt. Also es gibt in Heidelberg ein ähnliches Projekt, da holt man den Bürgermeister in sein Projekt. Wir haben das als Anlass genommen, zu sagen, das funktioniert gut. Wir wollen das kopiert haben für die Landesregierung. Das soll eine Kooperation sein, Landtag, Landesregierung. Deswegen steht da drin, Landesregierung soll ein entsprechendes Portal aufsetzen. Projekte können sich bewerben, können bewertet werden. Landesregierung soll einmal im Quartal ein Projekt besuchen. Und der Landtag verpflichtet sich im Gegenzug auch mit durch das Präsidium einmal im Quartal ein Projekt zu besuchen, das eventuell auf einem anderen Schwerpunkt oder so dem Landtag gefällt. Gibt es zu diesem Antrag Fragen, Anmerkungen, irgendetwas? Das ist nicht der Fall, doch der Frank und der Olli. Ja, nette Idee, so irgendwie, gute Idee. Das Einzige, was ich fundamental überhaupt nicht verstehe, was hat der Landtag da drin zu suchen? Ich habe mir das jetzt ein paar Mal durchgelesen und sehe, dass der Landtag da die Rolle eines PR-Verstärkers hat. Und das verstehe ich nun mal überhaupt nicht, warum der Landtag sich hier als PR-Verstärker für die Projekte der Bürger der Landesregierung gegenüber engagiert, also beziehungsweise für die Landesregierung eigentlich, wenn die sich da was rausgenommen hat. Das passt irgendwie da nicht rein. Der Landtag nimmt sich eigene Projekte, steht auch da. Egal. Ich sehe da eine Beziehung zwischen Bürger und Landesregierung. Das ist richtig und gut und Bürgerbeteiligung und alles wunderbar. Ich verstehe einfach den Landtag an der Stelle nicht. Der Landtag hat die Aufgabe, die Landesregierung zu kontrollieren und der Landesregierung neue Regeln aufzugeben. Hier bei sowas hat er, finde ich, nichts verloren. So, von meinem Verständnis her passt das da nicht rein. Vielleicht verstehe ich das nicht richtig, aber. Wir haben mal über diesen Antrag irgendwo gesprochen. Ich weiß nicht, war das in einer Fraktionssitzung oder in einem Kack? Ich muss Kack nicht erklären. Jeder weiß, was ein Kacke ist, der hier zuhört. So. Kernarbeitskreis. Da hieß es. Ja, warte mal, Frau Kraft macht doch selber ihre tollen Tatkrafttage und eigentlich ist das ein Grund, sich über die Landesregierung aufzuregen, weil die Steuergelder für Wahlkampf ausgibt, wenn die Frau Kraft dann da vor Ort und so weiter und so fort. Ich will nicht alles wieder aufrollen. Ich erwarte, dass wenn wir den Antrag im Plenum diskutieren, aber genauso was von der CDU und so. Und ich glaube, dass es ein schöner Trollantrag ist. Na. Schön mal das hin und her gehen lassen im Plenum. Die eigentliche Intention ist lobenswert.
Ich glaube aber nicht, dass wir im Plenum über die eigentliche Intention sprechen werden. Und ich appelliere daran, sich sehr, sehr gut auf diese Rede vorzubereiten, sich da was Schönes auszudenken und sich nicht nur hinzustellen und sagen, wir haben da mal damit Bürgerbeteiligung, sondern sich vielleicht auch was aufzuheben. Also wenn das nicht gut vorbereitet ist fürs Plenum, können wir uns den Antrag an der Stelle schenken. Und den vielleicht nochmal zur Sommerpause nächstes Mal einbringen, wo er meiner Meinung nach eigentlich besser aufgehoben ist als letzter Antrag. Im nächsten Jahr zur Sommerpause. Toso, Dietmar. Danach mache ich eine Pause. Machst du auch gleichzeitig eigentlich einen Antrag, hol den Landtag in dein Projekt? Wäre auch witzig. Hol den Plenum in dein Projekt. Hol dem Präsidium in dir Projekt. Ich auch nicht, ist auch egal. Dietmar. Ja, also irgendwie ist das ja so ein bisschen Car-Office vor Ort, allerdings auf einer etwas elaborierteren Ebene. Hol den Landtag in dein Projekt. Das heißt, eigentlich könnte man auch da hinter Landtag und Landesregierung jeweils Piratenfraktion setzen. Das wäre auch super. Würde uns ja persönlich reichen, denke ich mal. Ja, besonders pikant oder charmant, wie auch immer, finde ich ja diesen Move mit dem Landtagspräsidium. Ja, ab dem zweiten Halbjahr 2017, mindestens einmal im Quartal nach seiner Meinung heraus, durch das Landtagspräsidium zu besuchen und projektverantwortlich und Gegenbesuch. Ich finde den Antrag ganz niedlich oder ganz charmant. Man kann das machen. Bin allerdings durchaus auch auf Seiten von der, nennen das jetzt mal so Kritik von Frank, das ist so ein Promotion-Antrag für, in der Tat, für die Landesregierung, die das ja sowieso schon tut. Die suchen sich ja sowieso schon Firmen, Projekte, Veranstaltungen aus, wo sie, was weiß ich, Minister hinschicken oder die Ministerpräsidentin hinschicken. Das wird dann von der Staatskanzlei per Twitter, Facebook, was nicht all immer oder auf der Seite klasse beworben. Seht her, wir, die Landesregierung, sind an eurer Seite. Denn das soll das ja eigentlich auch ein bisschen, das steht ja auch da drin. Da soll ja durch die Präsenz von der Ministerpräsidentin soll ja ein Projekt, ich sag mal, geadelt werden. Was okay ist. Ja? Aber wie gesagt, ich glaube, die Intention, dass das Projekt im Vordergrund steht dabei, ob die erreicht werden kann durch so eine Verpflichtung der Landesregierung, die letztendlich ja keine wirkliche ist, denn irgendwie ist ja noch ein Auswahlermessen da drin enthalten, halte ich für sehr gewagt. Aber gut, wer hat ja, irgendjemand hat gesagt, ein Trollantrag. Ich glaube, du. Ja, Olli hat das gesagt. Ja, könnte man vielleicht so sehen, wenn er denn abgelehnt wird. Das wird ganz spannend dann, ja. Gut, ich habe mich auf der Rednerliste. Das ist natürlich kein Trollantrag und es geht auch nicht um Tatkrafttage oder die Bewerbung der Landesregierung, sondern es geht um, das ist eben Punkt 2 der Aufforderung an die Landesregierung, es geht darum, es soll ein Portal ins Netz gestellt werden, wo sich Projekte bewerben können, die können dort bewertet werden und die Bestbewerteten werden dann besucht. Nicht die Landesregierung entscheidet, wen sie besucht, sondern die Bewertung entscheidet, wer besucht wird oder wer besucht werden kann sozusagen. Das ist nicht unser Problem. Also, wie gesagt, Vorbild, hol den Bürgermeister in dein Projekt, die Bürger sagen, welches Projekt gut ist und das soll, da sollen die, soll die Landesregierung hin. Und das ist eben nicht irgendwie Vorwerk in Wuppertal oder die Außenstelle des BAMF in Bielefeld, sondern das sind Projekte, die ehrenamtliches Engagement beinhalten und das ist was ganz anderes als das, was jetzt diese Tatkrafttage machen. Was hat der Landtag da drin zu suchen? Der Landtag hat da drin zu suchen, dass wir schon häufiger hier Sachen hatten, wo Landesregierung, Landtag, wenn es um die Förderung von etwas Positivem ging, eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben, ein gemeinsames Projekt gestartet haben und was wir gerne wollen, ist, dass der Landtag, der sicherlich nochmal einen anderen Fokus hat als die Landesregierung, was ehrenamtliches Engagement angeht, dass der sich nicht die Projekte, die sich eine Landesregierung aussucht aus diesem Pool, sondern eventuell mit einem anderen Fokus andere Projekte aus diesem bestbewerteten Pool aussuchen kann und dementsprechend andere Projekte besucht, als das die Landesregierung tun würde. Die sollen nicht zusammen zu Projekten gehen. Das ist damit nicht gemeint, sondern der Landtag besucht auch Projekte, und zwar nicht die gleichen. Und das ist kein Promotion-Projekt für die Landesregierung. Frank. Der letzte Teil hat mich jetzt irritiert, weil du hattest eben gesagt, dass die Bürger
bewerten und das nicht die Landesregierung aussucht, sondern das, was die Bürger am meisten wollen, da geht dann die Landesregierung hin. Und jetzt am Schluss hast du aber gesagt, nein, dass die Landesregierung sich irgendwie andere Dinge aussucht als der Landtag. Und bestbewertete Projekte und daraus sucht sich die Landesregierung nach ihrer Meinung herausragend heraus. Und aber geht dahin. Ich habe jetzt meine Kritik von eben gesagt. Landtag auch. Der Landtag vor allen Dingen reduziert auf das Präsidium als PR-Maßnahme sehe ich einfach nicht. Ansonsten, wenn der Landtag da raus ist, super. Die Geschichte, dass die Auswahl vom Bürger mitbestimmt wird, von den Projekten, wo sich halt die Landesregierung mit präsentiert, finde ich sehr gut. Ohne Landtag. Du nickst mir freundlich zu, also nehme ich an, dass ich jetzt dran bin. Ja, ich nicke dir das zu. Das freut mich. Ich habe jetzt mal einfach in die heutige Tageszeitung in Neuss geschaut und da steht geschrieben, Staatssekretär zu Gast in Neuss, weiterhin tralala, Thorsten Klute, wie heißt das, ein Integrationszentrum, 119 Flüchtlinge aus 23 Ländern sind da untergebracht und so weiter. Das heißt, die Landesregierung macht ja durchaus was, auch wenn das natürlich viele von uns nicht sehen, weil es sehr lokal, regional ist. Ich bekomme das manchmal mit aus meinen Wahlkreisen. Ich würde mal die Antragsteller gerne fragen wollen, inwieweit denn halt die Landesregierung dann halt damit kontern könnte, indem sie dann Zahlen offenlegt und sagt, hört mal, wir haben jetzt in den letzten 4 Jahren 500.000 solcher Besuche gemacht. Was wollt ihr eigentlich? Das heißt, das geht dann nach hinten los und die Landesregierung bekommt eine Bühne, um ihr Engagement, was scheinbar da ist, schon dann halt offen zu legen und unser Anliegen, nämlich diese Partizipationsplattform mit Voting-Systemen und so weiter, das dann halt komplett im Hintergrund verschwindet, wenn dann halt solche Zahlen offengelegt werden. Kann ich dir direkt darauf antworten? Es geht um genau diese Voting-Plattform. Es geht darum, dass die Plattform an sich schon eine Werbung für die Projekte ist. Also wenn ich da mein Projekt einstelle und da entsprechende Bewertungen bekomme, wird ja da schon mein Projekt in einer Form entsprechend präsentiert. Und dass dann noch die bestbewerteten Projekte von der Landesregierung besucht werden und auch vom Landtag besucht werden und eben nicht die, die man sich nach Gusto aussucht, weil man gerade beim Schweinezüchterverband so ein tolles Projekt für Kinder gestartet hat und man will da unbedingt mal hin, weil da irgendwie politische Verflechtungen mit der Partei oder sonst was sind, sondern dass es wirklich darum geht, dass die Bürger des Landes, dass die Menschen draußen abstimmen können darüber, welches Projekt ist denn förderungswürdig und eben nicht einfach nur nach Gusto der Landesregierung oder des Landtagspräsidiums, um das dann direkt mit reinzubringen, irgendwelche Projekte besucht werden. Das müsste dann aber auch tatsächlich in Rede und Antrag da so ganz klar offensichtlich hervorgehoben werden, dass es uns darum geht, weil sonst geht das halt wirklich unter. Und man, als Anregung jetzt vielleicht auch noch, es gibt ja durchaus solche Voting-Plattformen im kommerziellen oder halb gemeinnützigen Bereich. Ja, es gibt Better Place, es gibt noch Boost Project und es gibt halt noch immer jährlich veranstaltet, ich glaube von Volksbanken, so ein Voted Mein Verein Ding und so weiter. Und da kann man eigentlich sagen, so diese Formate funktionieren und da gibt es einen Bedarf dazu, aber das wäre nicht gut, dass halt den privaten Unternehmen bzw. Akteuren zu überlassen, sondern dass man sowas dann halt auch auf politischer Ebene ansiedeln könnte. Nur so als, wenn man diese Analogie schlägt zu den Plattformen, die es da schon gibt und einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Mir ist gerade tatsächlich ein Fehler aufgefallen. Vielen Dank für die Diskussion zum Thema Bestbewertete. Das habe ich unten bei der Landesregierung, beim Landtag tatsächlich vergessen. Das würde ich dann noch einfügen, dass auch da natürlich nicht der Landtag sich irgendein Projekt aussuchen kann, sondern dass auch da nur bestbewertete Projekte entsprechend übernommen werden können. So. Ich habe den Senden-Button schon unter meinem Mauszeiger. Okay, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen zu diesem Antrag?
Das ist nicht der Fall. Dann frage ich jetzt, wer ist dafür, dass wir den Antrag in der geänderten Form mit Bestbewertete beim Landtag ins Plenum einbringen? Wer enthält sich? Frank enthält sich, alle anderen kannst du aufschreiben. Und jetzt bin ich darum gebeten worden, eine 5-Minuten-Pipi-Pause zu machen. Das tun wir dann hiermit. Wir sehen uns wieder um, sagen wir 12 Uhr. Wir sehen uns um 5 nach, dann können die Raucher auch noch eine Zigarette rauchen. So, ich habe jetzt gerade ein Problem. Bei mir hat sich das Pad gerade so zurückgesetzt, dass die Diskussion zur Verfassungsänderung einfach mal verschwunden ist. Da ist sie wieder. So, weiter geht's mit dem Antrag. Die Zukunftsfähigkeit von Politik und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen stärken. Engagement für die Initiative Open Government Partnership aufnehmen. Gestern noch anders, der Antrag. Frank, möchtest du dazu was sagen? Ja, gerne. Weil der Auslöser oder die Basis, wie gesagt, für den Antrag liegt ja auch schon ein bisschen zurück in der Legislatur. Also wir hatten ja eben schon den Ausflug in die Vergangenheit gemacht mit dem Gesetzentwurf. Hier war es ein Antrag. Und zwar, ich glaube, der einzige Antrag von der Piratenfraktion, der in direkter Abstimmung im Plenum angenommen wurde. Bisher, ich wüsste oder weiß jetzt nicht genau, zumindest einer der wenigen, war die Forderung nach dem ganz Beitritt. Ganz kurz. Rumgeschickt gestern wurde immer noch mit einem anderen Titel. Ist ja? Das inzwischen geändert? Der Titel ist jetzt so. Deswegen steht das da und die hat das alles vorliegen. Alles gut. Ja, ja. Nur weil sie gerade oben ist. Entschuldigung. Ja, ja, ist alles gut. Der Antrag hieß damals Forderung nach dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur internationalen Initiative Open Government Partnership. Der wurde, ja, wie sagte ich schon gerade, angenommen und ist auch sehr erfolgreich gewesen, weil die Bundesratsinitiative, die Landesregierung NRW dann gestartet hat, ist auch im Bundesrat erfolgreich gewesen und tatsächlich hat gerade vor 4 Wochen, Anfang April, die Bundesregierung den Antrag gestellt, in die Initiative Open Government Partnership aufgenommen zu werden. Um da aufgenommen zu werden, muss man Aktivitäten zeigen. Und das wollen wir mit diesem Antrag erreichen. Aktivitäten nicht nur von Seiten der Bundesregierung, sondern auch von Ländern und Kommunen. Das ist im Antrag beschrieben. Da gibt es halt eine Gruppe Subnational Government Pilot Program, wo halt auch Länder und vor allen Dingen halt Kommunen angeregt werden, das Thema Open Government in ihrem Bereich vorwärts zu tragen. Ja, darüber wollen wir reden, diesmal nicht in der direkten Abstimmung, weil ich glaube, die Zeichen stehen im Moment nicht so gut. Wobei ich sagen würde, Grumpy, wenn es von den Seiten der PGF Signale gibt, dass die auch den Antrag in direkter Abstimmung gerne positiv behandeln, dann brauchen wir den nicht im Ausschuss. Ich glaube aber schon, dass er ansonsten im Innenausschuss gut beraten wäre oder gut wäre, wenn wir ihn da nochmal beraten. Ja. Inhaltliche Fragen? Genau, gibt es Fragen, Anmerkungen, Ideen zu dem Antrag Grumpy? Kurze Rückfrage, war, also weil der neue Titel, oder andersrum, Dokument V2 hat jetzt den gleichen Titel wie Dokument V1, wenn ich das richtig gesehen habe, ich weiß es gerade nicht. Also der Titel, so wie er da jetzt steht, entspricht dem der E-Mail, die gerade rumging. Und zum Zweiten, nur für mich nochmal, du sagtest jetzt gerade, also falls Block 1 und Innenausschuss. Ja, weil ich habe kein Deckblatt. Ja, also Block 1 Rede, ja, und Innenausschuss Überweisung. So sollte es in der Übersicht drinstehen, so ist es weitergegeben. Und ich sage, falls es Signale gibt von den PGFs, dass sie also auch hier eine direkte Abstimmung machen wollen und den positiv natürlich abstimmen wollen, so war es damals halt bei dem Forderungen
zum Beitritt, also zu dieser Bundesratsinitiative, zu dem Antrag in 2013. Da gab es diese Signale und es ist dann auch positiv abgestimmt worden. Falls das hier auch passiert, müssen wir den nicht im Innenausschuss haben, können den also direkt abstimmen. Ich gehe aber davon aus, dass es diese Signale möglicherweise nicht gibt und deswegen halt die Überweisung, Überweisungsempfehlung. Ja, das ist ja eine Sache, die in der PGF-Runde. Die Mönchner muss dann nochmal laufen, das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. So, weitere Wortmeldungen? Ich habe gerade mit Mario diese Überschrift nochmal überarbeitet, nachdem ich auch die Frage gestellt habe, die Michelle jetzt auch geschrieben hat, abschieben groß oder klein? Spannende Frage hier, in den Raum gestellt. Weil das in dem Fall egal, genau. Machen wir das, es wird schon stimmen. Machen wir Bitte. Leute, bitte keine Rechtschreibdiskussion hier. Ich habe extra das Mikro dafür ausgemacht. Klar. Bitte keine Rechtschreibdiskussion, das schafft ihr schon. Ich weiß, jetzt habe ich es an. Keine Rechtschreibdiskussion. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Open Government Antrag? Da sind wir nämlich gerade. Du hast gerade geredet, Frank. Ich wollte nur fragen, ob diese Diskussion mit dem Titel gerade zu dem Antrag gehört. Nein. Oder woanders hin. Woanders hin. Deswegen machen wir die jetzt auch nicht hier. Der Frank kennt das mit dem hinter sich selber anstellen. Ne? Das hat Tradition. Erfahrung, genau. So, also gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir ab. Ist jemand dagegen, dass wir diesen Antrag ins Plenum einbringen, so wie er vorliegt jetzt, mit neuem Titel? Der Frank ist dagegen. Enthält sich jemand? Dann ist der Antrag mit neuem Titel, Nadja, ich hoffe, du hast den neuen Titel von Frank bekommen. Sehr gut. Mit dabei. Du bist mit dabei, aber nicht überbieten. Moment, ich muss jetzt eben einmal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja gut, wir sind genug. So, und der letzte, jetzt muss ich einmal, da sind wir wieder, so. Und dann haben wir noch einen Antrag. So, und jetzt muss ich zu dem Antrag muss ich kurz was sagen. Mühlheimer Erklärung, aktuelle Rahmenbedingungen gefährden den Erfolg der Inklusion. Landesregierung muss Fehlentwicklungen endlich entgegensteuern. Es gibt da schon eine Anmerkung, ich lese sie kurz vor. Nach Erklärung von vier Verbänden, VDS, GEW, VBE, also Gewerkschaft, Erziehung, Wissenschaft, Verband, Bildung, Erziehung, Philologenverband, die haben eine Erklärung rausgebracht, die sogenannte Mühlheimer Erklärung vom 25. Mai 2016. Da geht es darum, dass sie über den aktuellen Stand der Inklusion aus ihrer jeweiligen Lehrersicht rumranten. Wir sehen darin nochmal die Bestätigung dessen, was wir bei Inklusion schon immer getan haben. Da alle anderen hier das Thema Inklusion auch sehr wichtig finden und wir ein bisschen die Befürchtung haben, dass die anderen auch was zum Thema Mühlheimer Erklärung hier noch in Kürze bringen, wollten wir mit diesem Antrag noch ins Plenum rein, damit die anderen nicht sagen können, guck mal, Piraten kümmern sich nicht um Inklusion, gerade wenn so eine große Erklärung der Lehrerverbände rausgebracht wird. Es ist sozusagen ein Eilantrag, ohne dass wir die Frist zum Eilantrag erreicht hätten. Ist uns gestern zugegangen, es ist über Nacht und heute noch ein Antrag draus geworden. Die Moni hat noch an dem Text gefeilt, die Mail ist euch zugegangen, so gegen 11. Und das Dokument liegt in der Cloud und das Dokument liegt Nadja vor und ja, da sind wir. Gibt es da Fragen zu? Gegen die Mühlheimer Erklärung. Nein, nicht gegen die Inklusion, aber die macht es halt anders. Die macht es nicht schlecht, sie macht es nur anders. Genau. Und die Grünen sagen, wenn die Lehrer die richtige Haltung hätten, wäre das alles gar kein Problem. Gut, ich sehe keine Fragen, Anmerkungen, sonst irgendwas? Der Frank. Okay, zu sonst irgendwas die Anmerkung. Es wäre sehr schön, wenn auch kurzfristige Papiere in zwei Formaten kommen. Also ich finde das freie Format ODT super. Ein allgemeines Format PDF finde ich noch besser, zusätzlich. Ich nehme das so hin. Gut. Moni hat es gehört.
Gut, gibt es jemanden, der gegen die Einbringung dieses Antrags ins Plenum ist, in der an euch rumgeschickten Form? Gibt es jemanden, der sich enthalten möchte? Dann ist das einstimmig angenommen. Gut, dann sind wir durch mit Top 5 und die Nadja hat ihre Anträge. Top 6, Zusammenarbeit mit den Fraktionen. Ich glaube, da möchte Herr Hartmut kurz was zu sagen. Ansonsten weise ich hin auf den Beschlussvorschlag B26/2016, der per E-Mail rumgegangen ist gestern noch. Ja, vielleicht nur ganz kurz. Das ist sozusagen das Ergebnis, das ist, bitte? Heute rumgegangen, genau. Das ist das Ergebnis der Besprechung, Dannebod und ich, mit den Kollegen aus der Fraktion in Schleswig-Holstein. Hintergrund ist, wir haben ja nicht mehr sehr viel Zeit, um diese Zusammenarbeit einzustielen und das, was in Bielefeld als Auftakt stattgefunden hat, auch wirklich zu nutzen. Und deswegen haben wir gedacht, wenn es da schon konkrete Möglichkeiten gibt, dann versuchen wir, die hier einzubringen. Das Gleiche heute ist um 14 Uhr eine Fraktionssitzung in Kiel. Die würden also über den gleichen Vorschlag abstimmen, sodass die Möglichkeit bestünde, dass man vor der Sommerpause praktisch die Sache, die Zusammenarbeit intensiviert. Das ist sozusagen die Überlegung, die dahinter steht, das schnellstens umzusetzen, was wir in Bielefeld angefangen haben. Also alles basiert auf praktisch das, was in Bielefeld als Gemeinsamkeit auch identifiziert wurde, sodass wir da inhaltlich keine Schwierigkeiten hätten bei den Themen, die wir da jetzt mal formuliert haben. Entschuldigung, das waren die Ohren. Ja, wie gestern schon gesagt, Zusammenarbeit super, Themen super, kein Beschluss bitte, weil der 28. ist sehr problematisch. Ich bitte darum zu prüfen, ob das überhaupt funktioniert. Der 28. ist für uns hier ein Antragsdienstag mit zwei Ausschusssitzungen, einem PUA. Die Versammlung oder das Meeting soll in Kiel sein, bedeutet montags anreisen. Ich halte das für quasi nicht umsetzbar. Das soll uns aber überhaupt nicht hindern, diese Themen zu bearbeiten und was Gemeinsames zu machen. Ich finde, nur einen Beschluss brauchen wir dazu jetzt nicht. Und ich finde, so wie er da ist, können wir den unter den Voraussetzungen der Tagesordnung, die wir am 28. haben werden, als Antragsdienstag, können wir den Beschluss nicht fassen. Ich begrüße auf jeden Fall gemeinsame parlamentarische Initiativen, gerne auch noch zu mehr Themen. Ich würde bitte noch mal darauf hinweisen, dass wir ja im Moment versuchen, dass hier alle Fraktionen im Landtag diesen gemeinsamen Integrationsplan hinbekommen. Und dass wir tun dies bitte nicht vor dem Juli-Plenum, beziehungsweise erst explizit nach dem Juli-Plenum, eventuell über neue Initiativen, parlamentarische Initiativen für den Bereich Geflüchtete und Integration nachdenken, weil wir ansonsten den ganzen Plan torpedieren, unabhängig davon, was da letztendlich rauskommt. Aber im Moment haben wir die gemeinsame Willensbekundung, dieses Ding gemeinsam zu beantragen, und da sollten wir jetzt nicht mit anderen Anträgen dann quer reinschlagen. Das würde der Sache nicht dienen. Ja, Frank, ich sehe das ähnlich wie du. Es ist schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden. Wir werden keinen Termin haben. Also der 28. hört sich erstmal ungünstig an. Wir werden aber ganz wenig Termine nur finden, wo wir tatsächlich wo wir alle mitnehmen können. Dass es ein Antragsdienstag ist, halte ich für nicht so problematisch. Wir können entsprechende Fristen anpassen. Wir können entsprechend auf einer gemeinsamen Fraktionssitzung auch am Anfang über unsere Anträge reden, wenn wir die ganzen formalen. Ich denke, wir werden dieses ganze Formale, was wir hier so machen, dann nicht machen. Und wir könnten da vorher über die Anträge, wir können vorher die Anträge frühzeitig, also mit einer früheren Frist, bekommen und könnten die da auch am Anfang der Sitzung einfach beschließen, um dann um, was weiß ich, 11 Uhr in eine gemeinsame Sitzung zu gehen. Ich habe ein großes Problem damit, tatsächlich mir auszudenken, einen Termin, an dem wirklich alle Leute können. Wenn Simone jetzt sagt, geflüchtete Integration würde sie da rausnehmen, hätte ich schon wieder weniger Probleme, weil Simone ja an dem Tag wahrscheinlich nicht könnte aufgrund des PUA-Termins, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das wäre dann ein Druck, ein bisschen Druck weniger auf dem Kessel.
Ja, Frage ist tatsächlich, findet man einen besseren Termin? Frage an Hartmut wäre, was ist der Hintergrund für genau diesen Termin? Vielleicht gibt es dann ja... Also an diesem Termin findet im Landtag eine Menge statt. Und die Frage ist natürlich in Kiel im Landtag, sodass man praktisch, ich sag mal, diese Öffentlichkeit natürlich auch nutzen könnte. Es geht ja nicht nur darum, dass wir uns treffen, sondern dass darüber natürlich auch irgendwie es geschafft wird, bundesweite Öffentlichkeit zumindest zu beabsichtigen. Und das wäre natürlich etwas, was eine gewisse Besonderheit hätte. Also man könnte versuchen, diese Aufmerksamkeit, die da sowieso schon vorhanden ist, natürlich zu nutzen. Das wäre natürlich ein Effekt, der nicht unelegant wäre. Ansonsten ist es halt jetzt ein Termin, der einfach noch vor der Sommerpause. Wir müssen sehen, am 4. oder 5. Juli ist hier auch dann die Sommerpause. Das heißt, wenn man noch das vor der Sommerpause einstehen will, hat man nicht mehr sehr viele Möglichkeiten. Frank Grumpy. Ja, nur weil du das jetzt gerade sagtest, natürlich gibt es nie den perfekten Termin. Insofern sollte meine Anmerkung jetzt gerade nicht sein, der gefällt mir nicht und lass uns was anderes machen. Nee. Ich wollte schon die besondere Schwierigkeit von dem Termin hervorheben. Aber lass uns das ruhig versuchen. Lass uns versuchen, das zu organisieren. Ich bin nur dagegen, das jetzt hier als Beschluss zu fassen, weil wir sind an so einen Beschluss gebunden. Also ich fühle mich zumindest, wenn wir hier was beschließen, daran gebunden. Und das möchte ich halt in dem Kontext nicht machen, weil einfach noch nicht organisiert ist, die Besonderheit dieses Termins durch den Antragsdienstag, durch die Sitzungen hier. Ich bin selber schon als Vertreter gefragt worden, hier an einem PUA-Termin teilzunehmen, an diesem Dienstag, weil halt Grumpy in der PGF-Runde sitzt. Das heißt, da ist schon mal noch mal einer weniger da. Plus, dass hier ja auch eine Themenfestlegung stattfindet. Simone hat es gerade gesagt, einmal was das Thema Flüchtlinge angeht, dass es vielleicht eine Kollision gibt, wenn wir das jetzt beschließen. Plus, mir fehlen auch noch Themen. Thema Sicherheit, innere Sicherheit steckt da gar nicht drin. Insofern finde ich einfach diese Festlegung auf diese Durchführung, auf diesen Termin mit diesen Themen, so wie es da jetzt ist, durch einen Beschluss zu binden. Jetzt, lass uns trotzdem gucken, ob wir den 28. was Gemeinsames hinkriegen. Ich bin nur gegen diesen Beschluss jetzt. Grumpy, dann ich. Ich wollte eben nur kurz, danke Frank, dass du das schon mal kurz erwähnt hattest. Ich wollte nur kurz in den Raum werfen, also wer sowieso definitiv an diesem Tag hier Termine hat. Das bin einmal ich im Rahmen des PUA BLB, dann stellvertretend für mich Frank, weil ich zwischendurch die PGF-Runde mache. Dann haben wir an dem Tag auf jeden Fall den Unterausschuss Personal. Demzufolge nach wäre Dietmar ebenfalls verhindert. Und wir haben im Übrigen alle auf einer Zeitschiene. Und auf jeden Fall ist angesetzt bis dato anhand der Landtagspapiere eine Sitzung des Sportausschusses und ich glaube auch noch ein Sachverständigengespräch im Bereich Gleichstellung. Woher weißt du das denn? Weil dies bereits aufgrund also die Rückmeldung aus den Ausschüssen gehen teilweise schneller in unsere Kalender, als auf der Landtagsseite dann bereits eingetragen wird. Okay. Gut. Also, Frank, du hast das ja jetzt nochmal klargestellt, du bist nicht gegen den Tag, sondern nur gegen den Beschluss. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, der Beschluss ist ja zweigeteilt. Erster Teil, wir beschließen gemeinsame parlamentarische Initiativen mit Schleswig-Holstein durchzuführen. Zweiter Teil, die Abstimmung zu den Initiativen soll auf der gemeinsamen Fraktionssitzung passieren. Zu den vier Themen, die übrigens in Bielefeld festgelegt wurden, deswegen ist da innere... Bis auf BG, das ist da, genau. Ja, auf jeden Fall ist das ja zweigeteilt. Ich glaube, der Beschluss zum Thema parlamentarische Initiativen ist unstrittig, dass wir die machen wollen. Wenn ich das richtig verstehe, stört dich vor allen Dingen, dass da ein konkreter Termin genannt wird, dass wir den dann beschließen, dass wir an den gebunden wären. Ich persönlich, wie gesagt, habe kein Problem damit, würde mich dem auch beugen und dahin fahren. Irgendein Termin muss, ich habe da sogar Geburtstag an dem Tag. Ohne Kind, am Caps Lock Day. Also ich würde mich daran gebunden fühlen. Wir werden keinen perfekten Termin finden. Lass uns das machen und ja, fertig. Mario. Wie sage ich es meinem Kind?
Zum einen, wir haben gestern in der Redaktionskonferenz darüber gesprochen, auch über diesen Termin. Da kam die Frage aus dem Saarland, ob die denn auch teilnehmen dürften, worauf ich gesagt habe, ich gehe davon aus, dass das so ist. Aber das ist erstmal eine Sache zwischen NRW und SH. Das hat Christian Levin, mein Kollege in Kiel, genauso wiedergegeben. Er war allerdings der Meinung, das sei schon hier beschlossen. Ich sage, nö, das kann eigentlich nicht sein, weil wir haben ja morgen erst Fraktionssitzung. Tatsächlich habe ich auch gestern in der Fraktionssitzung schon gesagt, die Themen finde ich, bis auf eine Geschichte aus Öffentlichkeitsarbeit, ganz gut. Ich bin unbedingt der Meinung, dass wir zum Teil innere Sicherheit, weil wir da auch in Kiel gerade und mit Frank, mit Patrick Bayer und mit Frank wirklich zwei Schwergewichte auf dem Gebiet haben, dass wir das gut machen könnten und auch den Teil, wo wir wirklich noch, wo uns auch Kompetenz noch zugetraut wird, dass wir den nicht aussparen sollten. Sollten wir unbedingt dabei haben. Vielleicht auch können wir auch diese gemeinsame Aktion, von der ich vorhin gesprochen habe, mit dem Funkzellenabfragen dort verlautbaren lassen. Und ich glaube, dass es gute Möglichkeiten gibt, das auch öffentlichkeitswirksam zu machen. Ein paar Leute kennt man noch und ich glaube, dass ich auch da dann ein bisschen meine Kontakte dort spielen lassen könnte, die ja noch da sind. Den Termin finde ich in der Tat aber etwas unglücklich. Zum einen haben die in der Tat eine Veranstaltung dort. Ich glaube nicht, dass ich kenne aus Gründen so ein bisschen die innere Organisation. Ich glaube einfach nicht, dass eine gemeinsame Fraktionssitzung dort ein günstiger Termin zu dem Zeitpunkt ist. Im Grunde, wie gesagt, alles richtig. Ich glaube nicht, dass der Termin günstig ist. Wenn er hier bei uns auch noch erschwerend ist, dann sollten wir uns einen anderen angucken. Und wenn es der erste nach der Sommerpause ist, wo alle frisch durchgestartet sind, wo man es vielleicht auch noch machen. Ansonsten, alles, was der Beschluss, so wie er da ist, ist gut. Ich hätte nur mit dem Termin, ich glaube nicht, dass das günstig ist. Gut, zwei Hinweise darauf, dass der Termin nicht günstig ist. Weitere? Drei Hinweise, dass der Termin nicht günstig ist. Hartmut, wie sieht es aus? Machen oder nicht machen, den Beschluss so oder nicht so? Nein, also ich würde sagen... Hat noch jemand Milch? Wäre auch noch eine Frage. Also wenn der 28. ganz ungünstig ist, dann sollte man schauen, dass man einfach einen anderen Termin findet. Aber ich glaube, dass wir es zügig machen sollten. Und es ist auch bei den Themen ist es so, wir haben gesagt, wir werden parlamentarisch nicht die 16, 17 Themen bespielen können, die wir in Bielefeld, die wir identifiziert haben. Deswegen haben wir uns jetzt mal auf drei kapriziert, haben BGE aber wieder reingebracht, weil die fanden BGE auch interessant, weil wir gesagt haben, wir bespielen das bis zum Jahresende. Noch was zu Saarland und Berlin haben wir extra gesagt, wenn zwei anfangen, werden die anderen natürlich dazugeladen. Aber wenn wir jetzt alle miteinander abstimmen, dann dauert das ewig lange. Wenn Kiel und wir den Aufschlag machen, kommen die anderen halt dazu oder auch nicht. Aber beim Saarland denke ich, die werden dazukommen. Und Berlin weiß man es eben nicht. Die waren auch in Bielefeld halt nicht dabei. Mir geht's nur darum, dass man praktisch das Eisen, was man im Feuer hat, auch jetzt heiß hält und schmiedet. Und ich denke, man kann auch im Prinzip die Botschaft sagen, im Prinzip wunderbar, wir sollten nur einen gemeinsamen neuen Termin finden und den auch zügig. Was ich noch überlegt habe, was mir eingefallen ist, wenn wir diese Rückkanaltechnik haben, könnte man ja auch, und die Satzung geändert hätten, was wir ja auch vorhaben, könnte man natürlich auch eine Delegation hinschicken, dass man sagt, da sind 5 oder 6 dort, die dann gemeinsam reden und wir machen über diesen Rückkanaltechnik eine ganz normale Fraktionssitzung. Auch das wäre ja mal eine Innovation. Rege ich jetzt nur mal an. Also auf jeden Fall sehe ich, es ist, glaube ich, schwierig, jetzt den Termin übers Knie zu brechen. Aber er sollte dann wirklich, wenn dann schon spätestens unmittelbar nach der Sommerpause. Ja, sie ist abgelaufen, genau. Deshalb habe ich sie, super. Also, ich schlage folgende Änderung vor. Wir beschließen diesen Beschlussvorschlag ohne den Absatz, die Abstimmung hierzu erfolgt am 28.06. Dann haben wir die Einladung beschlossen, wir haben die Themen entsprechend und wann wir die Abstimmung machen, wird dann nochmal von dir, Hartmut, geändert, beziehungsweise gibt es dann einen neuen Vorschlag zur nächsten Fraktionssitzung. Damit wir einen anderen Termin haben, bei dem es nicht so kollidiert. Wir beschließen
die gemeinsame parlamentarische Initiative mit Schleswig-Holstein zu den aufgeführten Themen und dass die anderen Fraktionen dazu eingeladen werden. Wann die Abstimmung stattfindet, beschließen wir dann mit einem extra Beschlussvorschlag, später mit einem neuen Vorschlag. Das ist doch gar nicht so kompliziert. Das ist jetzt nicht kompliziert, einen Absatz zu streichen und zu sagen, über den stimmen wir nicht ab. Frank. Also ich stelle es jetzt einfach zur Abstimmung. Achso. Okay. So. Ist da noch eine Nachfrage, Frank, oder? Ich verstehe den Sinn des Beschlusses nicht, weil, dass wir das tun wollen, ja, wofür, und da haben wir jetzt gerade gesagt, wir müssen einen Termin finden, wir müssen das noch ein bisschen organisieren, Thema Flüchtlinge, gut, das wird jetzt nach der Sommerpause anders sein, innere Sicherheit fehlt noch, hin und her. Immer noch nicht was bringt uns dieser Beschluss jetzt? Ganz kurz, ich glaube, dass eine Botschaft, weil ein Beschluss ist eine Botschaft. Wir haben zwar in Bielefeld gesagt, wir machen was, und alle diese Themen sagen ja nicht, dass noch weitere Themen dazukommen. Aber diese Themen sind zumindest das BGE, dann auch mit Schleswig-Holstein abgestimmt. Ich glaube, es wäre eine gute Botschaft, die man auch pressemäßig, denke ich, Mario, verarbeiten könnte. Weil das ist bisher noch nicht passiert. Bielefeld ist pressemäßig nicht so verarbeitet worden, dass wir gesagt haben, wir haben das beschlossen. Hiermit wäre zumindest bilateral zwischen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen klar, wir machen das. Und die beiden anderen Fraktionen sind eingeladen. Ich würde das als Botschaft schon für nicht ganz unwichtig halten. Und es ist ein Arbeitsauftrag für diejenigen, die die Einladungen an die anderen Fraktionen aussprechen müssen und die Koordination dessen. Das wäre dann der Beschluss. Olli, Frank. Ja, es tut mir leid, dass ich das jetzt doch nochmal verlängere, wenn nämlich jetzt gesagt wird, das sei auch aus medialen Gründen sinnvoll zu beschließen, damit man damit nach draußen gehen kann. Finde ich allerdings etwas seltsam, dass wir erst über den digitalen Kompass gesprochen haben und gesagt haben, wir wollen digitale Themen nach vorne bringen. Jetzt haben wir vier Themen, die man nicht unmittelbar mit digital in Zusammenhang bringt. Was ich etwas kurios an der Stelle finde, wenn man jetzt also was Medienwirksames beschließen wollen würde, müsste man was aus meiner Sicht was anderes nehmen. Wenn es darum geht, dass man jetzt monatlich mit diese vier Themen mit Schleswig-Holstein vereinbart hat und das eben mal gerade wegfluppt, finde ich das natürlich in Ordnung an der Stelle. Also ich möchte jetzt hier nicht die Themensammlung aufmachen oder so, dann wären wir natürlich auch nie fertig. Wenn wir das jetzt beschließen, würde ich aber dann für eine Öffnungsklausel plädieren, dass wir beschließen, parlamentarische Zusammenarbeit, unter anderem mit den vier Sachen, die da stehen. Dann können wir uns da noch bewegen und dann gibt es auch meine Stimme dazu. Bitte? Wir können für innere Sicherheit genau den gleichen Text nehmen und da innere Sicherheit schreiben. Das sind die Themen aus Bielefeld. Auch da hatten wir innere Sicherheit. Das heißt, es sind nicht alle Themen da. Es ist eine Auswahl. Und mir geht es nur darum, unter anderem diese Sachen, dann können wir das gerne medial bespielen. Das ist alles gut. Ansonsten verstehe ich nach wie vor nicht, warum wir das jetzt beschließen müssen. Ich hätte da mal eine Frage. Was bitte ist die Botschaft? Und wie soll das kommuniziert sein? Und warum sind diese Themen die Botschaft? Und warum ist nicht unser Wahl- und unser Parteiprogramm die Botschaft? Sorry, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Und ich denke, wir sollten uns nicht in ein formales Korsett zwängen, was irgendeine Themenauswahl bindet, die jetzt da aufgeführt ist. Natürlich, man kann das aufbauen, noch andere Themen dazu, vielleicht das eine wieder weg. Dann ist aber die Botschaft kaputt, wobei ich eben immer noch nicht weiß, was die Botschaft sein soll. Also das ist ja jetzt keine neue Idee, sondern die Idee ist, können wir unsere Kommunikationsressourcen in Zusammenarbeit mit der Fraktion im Saarland, mit der Fraktion in Schleswig-Holstein oder in Berlin, können wir unsere Kommunikationskraft verstärken, indem wir unsere Zusammenarbeit optimieren?
überhaupt mal anfangen. Das ist ja neu, das hat es ja bisher nicht gegeben. Deswegen gab es ja Bielefeld. Bielefeld haben wir Themen identifiziert, die Themen sind da alle drin, aber es sind insgesamt 19 Themen, 20 Themen. Wir haben jetzt mal 4 genommen, wo wir mit Schleswig-Holstein und wir gemeinsam sozusagen den parlamentarischen Prozess abstimmen können. Das war die Idee aus Bielefeld. Was wir jetzt nur gemacht haben, ist, das sozusagen zu strukturieren in eine Organisationsform und in ein Timetable zu packen, damit das auch weitergeht, weil das ist jetzt nur die Fortführung eigentlich von Bielefeld. Danke für dein auch inhaltliches Engagement, Hartmut. Ganz in Ehren, ja, wirklich. Haben wir alles schon gehabt, machen wir schon seit Jahren. Vielleicht mal weniger intensiv. Wir haben Fraktionentreffen gehabt, die wirklich einen Output hatten, im Sinne von Resolutionen. Ich denke da an verschiedene Resolutionen, die wir gefasst haben, gegen rechts und ich weiß nicht, was alles, was auch medial verarbeitet worden ist, auch tatsächlich wahrgenommen worden ist. Unter anderem auch in Kiel, kann ich mich gut daran erinnern. Also das hatten wir alles schon und das haben wir immer wieder. Und so ein bisschen ist natürlich, wir hatten ja auch hier schon Fraktionentreffen und da sind auch Arbeitsprozesse draus entstanden, egal in welchem Ressortbereich. Und also ich denke, man kann das machen, man braucht dafür keinen Beschluss. Aber die Botschaft sehe ich immer noch nicht so ganz, weil... Neu wäre tatsächlich, dass eine Botschaft, dass Fraktionen miteinander kooperieren, dann vielleicht anders kommuniziert wird. Das wäre dann neu, aber ansonsten hatten wir das. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Schade. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. So, Hartmut unter anderem damit rein. Ja oder nein? Ja, natürlich. Okay. Dann lese ich das auch gerne nochmal vor. Die Fraktion beschließt parlamentarische Initiativen mit der Landtagsfraktion der Piraten in Schleswig-Holstein unter anderem zu den nachfolgend aufgeführten Themenbereichen abzustimmen. Transparenz, Legalisierung von Cannabis, Geflüchtete und Integration, bedingungsloses Grundeinkommen. Die Fraktionen der Piraten im Saarland und Berlin werden eingeladen, sich daran zu beteiligen. Das ist der Text. Ich habe jetzt hier den. Achso, ihr habt das ins Pad. Moment, im Pad kann ich das auch noch eben. Achso, da oben im Pad. Alles gut. Ich hatte den Original. Gut. Wer ist für diesen Antrag, so wie er da steht, der möge sich jetzt bitte melden. Wer enthält sich? Frank stimmt zu und enthält sich. Nein, ich möchte eine Erklärung nach Paragraph. Joachim enthält sich. So, gut. Ich möchte eine Erklärung zur Abstimmung, weil die jetzt gerade kritisiert wurde. Du brauchst deine Abstimmung nicht erklären. Du hattest vorher Wortbeiträge, Frank, da hast du das alles erklärt. Wir kommen zu Top 7. Wir haben den Beschluss geändert. Machbarkeitszustimmung. Frank, bitte. Machbarkeitsstudie Bus- und Bahnfahrschein frei in NRW, Verkündung der Räume in NRW, in denen wir die Studie durchführen lassen. Oliver, bitteschön. Ja, nicht so gelangweilt vorlesen, das ist jetzt wirklich das Spannendste überhaupt heute und das Tollste, so dass wir alle auch mal jubeln können. Ich habe den Sekt nicht mitgebracht, weil heute nicht alle Vertreter der Region, in denen wir das dann machen werden, da sein können. Das müssen wir dann an anderer Stelle nachholen.
hängt daran, dass wir die Fraktionssitzung nie am Wochenende machen und so. Ja, also wir haben eine Studie beauftragt, also wir haben sie schon beauftragt, die zeigen soll, welche Umsetzungsschritte denn jetzt ganz konkret gemacht werden müssen in so einer Gemeinde, wenn man dort Bus und Bahn fahrscheinfrei einführen möchte. Das heißt, es geht nicht darum, ist das generell möglich, ist das juristisch möglich, die Studien gibt es alle, die Berliner haben da was Dickes, ein dickes Buch vorgelegt und so weiter. Und wir wollen es jetzt ein bisschen einfacher machen, dass es jeder ganz schnell versteht. Guckt mal hier, eure Stadt, eure Region, ihr könnt das einfach einführen, das sind die Schritte, so müsste man das machen. Und klar ist Voraussetzung, dass das Land dies und jenes tut, aber das ist sozusagen dann unsere Sache. Im Landtag und wir wollen einfach zeigen, die Kommunen können das einführen und dann haben wir auch einen Grund, im Landtag die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. So, damit die Übertragbarkeit der späteren Ergebnisse aus der Studie optimal geleistet werden können, haben wir aus den 7 Initiativen, die ich hier schon vorgestellt habe, uns 3 Räume ausgewählt, zusammen mit den Gutachtern, die wir dann näher untersuchen wollen und wo wir dann konkrete Umsetzungsschritte erarbeiten. Und diese 3 Kommunen sind, die eine hatten wir heute schon mal hier kurz erwähnt, Bad Salzuflen in Ostwestfalen-Lippe. Wer nicht weiß, wo das liegt. Genau. Zwischen Herford und Lemgo, genau. Nahe bei Bielefeld. Klar. Kreis Lippe. Manche kennen den Ort nicht, aber das wird sich ändern. Und außerdem ist ein gutes Vorbild für oder ein gutes Beispiel für sehr, sehr viele Kommunen, auch sehr viele Einwohner in Nordrhein-Westfalen, die genau in solchen Orten leben. Hat 4 Stadtbuslinien, läuft nicht alles rund, deshalb aber auch gute Voraussetzungen, gutes Potenzial, da diesen fahrscheinfreien Nahverkehr freisetzen zu können. Und ihr wisst natürlich, dass ich von eben schon, dass ich am Samstag, also fahrscheinfrei am Samstag dort auch vor Ort sein werde, um mich da nochmal genauer zu informieren. Dann haben wir den Kreis Recklinghausen mitten in Nordrhein-Westfalen. Da können wir jetzt auch klopfen. Repräsentiert weite Teile der Ballungsräume in Nordrhein-Westfalen und auch die umliegende Peripherie. Das heißt, ideales Experimentierfeld, ideal übertragbar auf einen sehr großen Teil von Nordrhein-Westfalen. Viele Facetten, die wir da behandeln können, ist natürlich auch VRR-Gebiet. Nico und Partner, sage ich mal, also er ist mit im Team, weil er in der Initiative, weil er dort lebt, haben das fest fahrscheinfrei genannt. Ich sage Fest oder Festische, die Festischen Straßenbahn GmbH, die überhaupt keine Straßenbahn haben, kennt natürlich auch nicht jeder, was das heißt. Ich werde deshalb öfter mal die Initiative darf natürlich vor Ort weiterhin so heißen, ich werde das nach außen immer öfter mal vom nördlichen Ruhrgebiet sprechen. Ich glaube, das ist sofort eingängig. Ja, mal gucken, was wir in dieser bisher ja sehr autozentrierten Region mit kostenlos Parken in der Innenstadt reißen können. Das kann auf jeden Fall spannend werden. Und wir wollen dann ein Vorbild für den Verkehr von morgen draus machen. Und damit das Ganze komplett ist, es gibt auch Leute, die wohnen nicht im Ruhrgebiet und nicht in Kleinstädten, sondern wohnen total hässlich. Das darf ich sagen, das wird mir auch Olaf nicht widersprechen, in einer mittelgroßen Großstadt. Und als drittes haben wir uns deshalb Wuppertal ausgesucht. Als das ist kein Angriff auf Schielbahn. Das ist ein habe davon schon im Vorfeld gesprochen, vom Verkehrslabor von Nordrhein-Westfalen. Also da gibt's ja nicht, die wagen ja alles da, ne? Nicht nur Baustellen, gleichzeitig die einzige Zugangsstraße plus den Bahnhof sperren für eine Baustelle, die können da alles machen. Autonom fahrende Autos haben die da, die haben eine Nordbahntrasse fürs Fahrrad, die haben die Schwebebahn natürlich, die haben demnächst eine Seilbahn für den Nahverkehr. Da gibt's alles und eben auch eine Bürgerinitiative zum Thema Bürgerticket, wie es da heißt, die sehr gute Arbeit macht und ich denke, die werden auch davon gut profitieren können, aber vor allem wird unsere Studie davon profitieren können, wenn wir Wuppertal mit reinnehmen. Das sind also die 3. Und der Hochsauerlandkreis, der Rhein-Sieg-Kreis, Münster und auch Grevenbroich werden wir auch weiter bespielen. Da überlegen wir uns schöne Sachen.
Ich werde natürlich auch in Münster am 18. Juni sein, zum Fahrscheinfreitag am Samstag in Münster. Und wir werden weiterhin in anderen Städten auch was natürlich tun. Ansonsten die Karte, die Übersichtskarte, wo das alles ist, sowie ein natürlich so ein Bild, wo das alles nochmal aufgemalt ist, ne, ihr kennt das, und alles mögliche andere werde ich dann gleich mal twittern, die Webseite freischalten mit einem roten Knopf, Facebook, Instagram, Google+, Statusnet, ihr dürft das alles retweeten und teilen und was auch immer. Ihr wisst ja seit gestern, wie wichtig das ist. Vielen Dank. Okay, kurze Anmerkung, natürlich bitte alles in enger Kooperation mit unserer Pressestelle, damit es da nicht eventuell zu irgendwelchen Vorschnellen oder vielleicht sogar zu Missverständnissen kommen könnte. Jetzt gibt es zwei Wortmeldungen, sehe ich gerade, von Nico und von Dietmar. Nico und Frank. Danke. Ja, danke. Ich sag mal im Namen der Initiative. Wir stehen bereit, wir sind in den Startlöchern und freuen uns drauf, die Fahrscheinfrei-Initiative im Fest nach vorne zu bringen. Und ich glaube, kann ich wirklich im Namen von allen sprechen. Wir freuen uns da auf die Zusammenarbeit und stehen da Gewehr bei Fuß. Dietmar? Ja, ich habe eine Frage, Olli. Wie lang dauert die Studie, also die Erhebung, die Evaluation und bis wann ist das vorgesehen, abgeschlossen zu sein? Ja, wie Frau Kraft schon sagt, gute Politik braucht Zeit. Wir rechnen mit 3 Legislaturperioden. Nein, also, im Oktober werden wir uns noch mit allen 7 Kommunen treffen, ist zumindest mal angedacht und im Gutachter. Anfang November, den genauen Zeitpunkt nenne ich so schnell wie möglich, werden wir dann eine Veranstaltung machen, wo wir die Studie und die Ergebnisse präsentieren. Nein, Frank erst bitte. Ja, ich wollte auch nur einen schnellen Glückwunsch loslassen. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn der gesamte Kreis Lippe hätte daran teilnehmen können, weil Mobilität ist da ein Riesenthema, aber Bad Salzuflen ist sicherlich ein guter Anfang. Und ja, ich werde das auch bestmöglich begleiten da oben und freue mich drauf und freue mich für Bad Salzuflen. Dann noch einmal Dietmar. Dann kurz von meiner Warte aus. Ich sehe hier NRW in Gänze über diese 3 Kreise und Kommunen gut vertreten. Gegen Fahrschein frei. Und gebe damit dann die Sitzungsleitung auch wieder an Michelle ab. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Punkt? Das ist gut, dann machen wir weiter mit Top 8. Lass uns reden. JMS-TV, wie geht es weiter? 19. Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge. 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Ich möchte daran erinnern, dass wir 12.47 Uhr haben, 25 Minuten nicht öffentliche Teile. Wir haben also noch 20 Minuten Zeit. Los. Ja, ich werde die vollen 20 Minuten vermutlich für den nächsten 2 Tops ausschöpfen, indem ich einfach so lange rede, bis die vorbei sind, weil was Dietmar kann, kann ich schon lange. Nein. Natürlich bin ich jünger und schöner als Dietmar. Nein, so jetzt Spaß beiseite. Und du hast ja noch 200 Minuten Redezeit. Das ist ein durchaus sehr ernstes Thema. Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag schlich sich wieder in unsere Parlamente. Diesmal unter dem Deckmantel des 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrags. Ich habe lange geübt, bis ich das fehlerfrei sagen konnte. Deswegen auch keine Erwartungshaltung an die Protokollantin, das festzuhalten. Ich gebe dir nachher die entsprechenden Informationen, die klebst einfach da rein. So, wir haben diesen JMS-TV, zu dem es eine relativ lange Vorgeschichte geht. Sie hat, glaube ich, 2008 oder sowas angefangen. Ich glaube, die meisten von euch sind eigentlich soweit im Thema, weil zur Erinnerung im Jahre 2010 gingen viele von uns deswegen auf die Straße. Stichwort Sendezeiten im Internet unterm Deckmantel des Jugendschutzes
Das ging damals durch die Presse. Wir als Piraten in unserer sehr heißen Anfangsphase haben damals sehr stark mobilisiert. Wir haben Demonstrationen organisiert. Und einige von uns standen, glaube ich, auch im Wind und Kälte mit Venenfahnen vor der Staatskanzlei. Nico ist, glaube ich, sogar reingekommen. Damals noch Pinkfahrt? Pinky, ne? Pinkfahrt. Okay. Auf jeden Fall, das Ganze ist noch oben auf YouTube archiviert. Man kann sich das nachschauen. Was ist seitdem passiert? Oder was ist danach passiert? Danach gab es eine große Debatte in den Parlamenten, unter anderem NRW. Die Grünen haben sich damals blamiert mit einem legendären Tweet. Ja, wir sind eigentlich gegen den JMStV, aber aus parlamentarischen Zwängen werden wir anders stimmen. Es gab damals einen riesengroßen Shitstorm. Irgendwie halb Deutschland hat sich über die Grünen in NRW durch diesen Tweet empört. Und was ist danach passiert? Die Grünen haben unter anderem hier dann doch den Kürzeren nach diesem öffentlichen Druck gezogen. Und NRW hat dann sich, glaube ich, enthalten oder dagegen gestimmt. Danach hat noch ein anderes Bundesland nachgezogen. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Und dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag mit seinen Sendezeiten fürs Internet wurde erstmal zurückgestellt. Die Staatskanzleien haben den Auftrag bekommen, das Ganze zu überarbeiten, sodass er dann halt wieder neu eingebracht werden kann. Seitdem sind 6 Jahre vergangen. Nun ist das Ding wieder da. Jetzt könnte man meinen, okay, die haben 6 Jahre lang gearbeitet. Haben sie auch so ein bisschen. Sie haben mindestens 3 Online-Konsultationen dazu gemacht. Die strittigen Punkte, die auch damals den größten Widerstand ausgelöst haben, die sind nicht so wirklich weg. Die Sendezeiten im Internet sind zugunsten von technischen Altersklassifizierungen in den Hintergrund geraten. Das heißt, man macht jetzt keine Sendezeiten, sondern verpflichtet, ist mir egal, ich rede weiter, sondern verpflichtet jetzt Webseitenbetreiber und Content-Anbieter quasi ihre Webseiten mit Altersklassifizierung auszustatten, sprich den Quelltext der Webseiten, damit dann entsprechend in diesem Staatsvertrag festgeschriebene Softwarefilterlösungen das auslesen können. Ist natürlich totaler Humbug, war auch schon Thema auf der Republika. Einige Fachartikel, Kommentare dazu gibt es schon im Netz, allerdings bei weitem nicht so viele, wie es damals 2010 war. Das heißt, es ist echt gut gelungen, seitens der Politik diesen JMStV zu verbergen in diesem 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der aus 5 Artikeln besteht. Unter anderem geht es um Kinder- und Jugendprogramm und so weiter. Und ein Artikel, der 5., ist nämlich dieser JMStV, das heißt, er steht nicht alleine da. Und jetzt hat man sich auch mit dem Öffentlich-Rechtlichen und so weiter wegen diesen anderen Punkten geeinigt. Und es gab große Debatten in Parlamenten dazu. Was geblieben ist, ist dieser JMStV als Artikel 5 in diesem Staatsvertrag. Das heißt, seitens der großen Politik kann man da auch, oder man sagt zumindest, man kann da auch keinen Rückzieher machen, weil die anderen Punkte stehen ja schon. Und der JMStV ist dann, der ist fehlerhaft, das haben wir gestern in der Ausschusssitzung gehört. Und das funktioniert auch nicht. Aber wir nehmen den trotzdem mal an und können den danach nochmal verbessern. Es gab halt eine strittige Diskussion, auch von, also Zitat auch von den Grünen. Joachim hat dann, schade, dass er nicht da ist, nochmal angegriffen, hat gesagt, wir schreiben uns gerade in einen Staatsvertrag, dass das Rad quadratisch ist. Das funktioniert halt nicht. Und dann haben die Grünen, Keimes, halt gesagt, ja, wir haben halt hin und her überlegt, aber nach Abwägen von allen politischen Tralala sind wir dazu gekommen, dass wir Grünen diesem Staatsvertrag zustimmen werden. Man kann auch nicht nur diesem Artikel 5 ablehnend überstehen, man muss dann einen kompletten Staatsvertrag ablehnen. So ist halt die Modalität, das führt halt dazu. So. Wie geht es jetzt weiter? Das Ding war gestern im Kultur- und Medienausschuss. Es gab eine Abstimmung darüber. Der Kultur- und Medienausschuss hat ein Votum abgegeben. Wir waren die einzige Fraktion, die dagegen gestimmt hat. Alle anderen waren dafür. Es gab auch noch sehr, ich sage jetzt mal, hässliche Bemerkungen nach dem Motto, ist ja ganz bequem für euch aus der Opposition, aus der kleinsten Partei jetzt noch dagegen zu sein. Wir Grünen sind ja in Regierungsverantwortung, aber macht euch keine Gedanken, denn bald seid ihr ja sowieso weg. Zitat Ende. Oh, sorry, die,
Die FDP hat auch tatsächlich dagegen gestimmt. Die habe ich ganz vergessen. Wobei die halt eher wegen Rundfunksgedöns und Lobbyismus und private Rundfunk, das war eher so deren Hauptthema. Also zum JMSTV haben sie nicht großartig gesprochen. Danke für den Hinweis, sonst hätte ich das falsch gesagt. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Es wird wahrscheinlich noch Gegenstand in anderen Ausschüssen sein, ich glaube zumindest im Hauptausschuss. Danach gibt es eine Plenardebatte, ich hoffe mit Debatte und es wird nicht einfach abgestimmt, aber das ist halt unser Thema. So, wir müssen da irgendwie gemeinschaftlich an einen Strang ziehen, wir müssen das Thema an die Öffentlichkeit bringen, wir müssen da Erklärbär spielen und wir müssen es dazu schaffen, andere Multiplikatoren, die sich halt damals 2010, 2011 dazu geäußert haben, die müssen wir wieder darauf stoßen, damit sie das auf dem Radar kriegen, damit sie sagen, ey, was ist das denn? Ich dachte, das wäre längst vom Tisch. Das sollte unsere Aufgabe sein. Wie wir da hinkommen, weiß ich nicht. Alleine schaffe ich das nicht. Das müssen wir, wenn, dann gemeinsam machen. So, und jetzt Feuer frei. Ich wollte nur ergänzen, 2000. So, ich habe dich natürlich nur reden lassen, weil es keine anderen Wortmeldungen gab und rufe jetzt zu weiteren Wortmeldungen auf. Was stimmen denn ab? Danke, Lukas. Erstmal danke, Lukas, für diese Zusammenfassung. Jetzt möchte der Lukas gerne Hilfe. Kann ihm jemand helfen? Ist dem Lukas noch zu helfen? Also, ich melde mich kurz mal selbst. Ich glaube, dass es da, also ich weiß, dass es im Hauptausschuss nochmal ist, da werden wir, sagen wir mal, technisch darüber reden. Da geht es dann um Umsetzung als Staatsvertrag, tralala, da geht es weniger inhaltlich drum. Deswegen ist er im Kultur-Medienausschuss. Ich sehe tatsächlich für uns als Fraktion nur noch die Möglichkeit, einen relativ großen Aufschlag im Plenum zu machen und das Thema entsprechend medial zu bespielen, so wie es denn 2010 war es, glaube ich, auch passiert ist. 2011, ne? 2010. Sieht bei sonst nicht Vorschein. Genau. Und ich sehe für uns da wirklich wenig Möglichkeiten, noch was zu machen. Ich glaube, dass wir am allerehesten in die Initiativen zurückspülen können, die sich gegen den JMSTV einsetzen und dass wir entsprechend die Partei füttern müssen, dass die sich auch an diesen Initiativen weiter beteiligt. Ich sehe von Fraktionsseite sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Was wir natürlich noch können, wir können versuchen, wenn wir da von deiner Seite, von eurer Seite, aus eurem Ausschuss entsprechendes Futter kriegen, wir können natürlich versuchen, dass wir auch im Hauptausschuss nochmal fachlich darüber reden. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, das geht unter. Wenn wir fachlich anfangen, sagen die anderen, haben wir keine Ahnung von, wir reden hier nur auf rein formeller Ebene und fertig ist die Laube. So. Ja, ähnlich wird es laufen. Wir werden hier unsere Arbeit machen im Landtag. Lukas hat damit ja bereits angefangen. Und wir werden hier alles, was uns hier zur Verfügung steht, möglich machen, dass dieser Staatsvertrag hier eben nicht endgültig ratifiziert wird oder bestätigt wird vom Parlament. Das Problem an der Stelle ist nur, im Endeffekt hat das in erster Linie 2010 kein Parlament aufgehalten, sondern die gesellschaftliche Debatte. Und es ist völlig egal, wie gut wir hier unseren Job machen. Und den machen wir ja an der Stelle verdammt gut. Solange wir diese gesellschaftliche Debatte nicht wieder haben, können wir ihn so gut machen, wie wir wollen. Dieser Jugendmedienstaatsvertrag wird, so schlecht er ist, abgestimmt und bestätigt werden. Er wird nicht funktionieren. Er funktioniert jetzt schon regelmäßig bei Dingen nicht. In der Mediathek ist schon so eine Uhrzeitgeschichte drin, die man einfach umgehen kann. Alles totaler Unsinn. Das mit dieser Internetregulierung werden die niemals aus den Händen geben wollen. Es sind Control-Freaks und entweder die Gesellschaft stellt sich dagegen oder sie muss mit den lustigen Ergebnissen dann leben. Wir machen hier unseren Job. Aber alleine hilft das nicht. Und da können wir es jetzt auch nicht einfach in die Partei schieben und sagen, hey, jetzt hier Partei und Parlament und Fraktion, wir machen das zusammen. Nee, das muss viel breiter sein. Und da erwarte ich halt auch viel mehr von den
ich sag mal, ehemaligen Mitstreitern, dass sie dann da auch mal Gesicht zeigen und sagen, nee, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Na, da muss von allen viel mehr kommen. Und ich glaube, Lukas ist da gut vernetzt. Wir werden alle wahrscheinlich nochmal auffordern. Wir können da auch gerne gemeinsame Aktionen machen, aber dann darf halt auch nicht so ein Mist kommen wie, ja, aber jetzt mit Piraten, dann sind wir parteipolitisch da eingenordet. Ja, entweder die Grünen zusammen. Genau, entweder, liebe Freunde aus der nicht parteigebundenen Politik, wir machen das zusammen oder wir sterben da einzeln. Das könnt ihr euch aussuchen. Vielen Dank. Ja, ist schon vieles gesagt worden. Ich wollte auch dann nur insofern, glaube ich, appellieren, aber das werden wir sicherlich tun, gucken, dass der Staatsvertrag hier halt nicht leise abgestimmt wird, sondern dass es bemerkt wird, was hier eine Mehrheit dann verabschiedet und dass es halt vor allen Dingen auch eine Minderheit gibt, beziehungsweise eine Gruppe, die hier in einer Minderheit ist, aber in einer gesellschaftlichen Mehrheit vielleicht, die dagegen ist, dass dieser die Regelung des früheren Jugendmedienschutzstaatsvertrages hier wieder hintenrum quasi eingeführt werden. Und vielleicht ist eine Headline für so eine Kampagne tatsächlich parlamentarische Zwänge, weil so einen Staatsvertrag muss man halt dann ablehnen, wenn ein Teil da drin absolut nicht geht, dann darf man den nicht annehmen, muss nicht sagen, das machen wir jetzt halt einfach so trotzdem. Also parlamentarische Zwänge an der Stelle geht gar nicht. Und ich stelle mich bereit, das Mögliche zu tun. Okay. Was ich habe, ist jetzt mindestens schon drei Texte dazu, die nach und nach veröffentlicht werden, mit jeweils unterschiedlichen Zielgruppen. Es gibt einen sehr starken oder Text mit einem parlamentarischen Bezug, der Politik erklärt und so weiter. Es gibt einen Text, der das Ganze aus technischer Ebene analysiert und es gibt einen einfachen Text, der halt irgendwie so als Einstieg zum Thema bietet. Ich überlege halt auch irgendwie so eine Art Erklärbär-YouTube-Video zu machen, so ein 3- bis 4-Minuten-Format. Das werde ich machen, das könnt ihr natürlich verbreiten. Was ich viel cooler finde, ist, wenn ihr das aus eurer eigenen Sicht, auch aus euren Fachbereichen her, kommentiert, online darüber bloggt, darüber schreibt, weil zu diesem Staatsvertrag gibt es momentan ganz, zu diesem aktuellen 2010er JMS-TV, gibt es unglaublich wenig Texte. Und ich glaube, wenn man einfach danach sucht, dann findet man häufig alte Sachen von 2010 und dann, wir müssen da, glaube ich, Texte generieren und versuchen, da so ein bisschen Öffentlichkeit für zu schaffen. Vielleicht ist es eben der Weg, dass wir, klar, wir werden das auf parlamentarischer Ebene alleine nicht schaffen können, aber wir müssen Texte liefern, wir müssen Erklärungen liefern, um einen Stein ins Rollen zu bringen, damit jemand, der sich damit beschäftigen will, einen Ansatzpunkt hat, den er aufnehmen kann, um halt selber seinen eigenen Weg zu gehen. So, nur dann schaffen wir es da tatsächlich, Öffentlichkeit zu schaffen. Momentan sind die Grünen, aber auch die CDU, mit einer unglaublichen Arroganz kommentieren sie das nach dem Motto, ja damals sind wir auch eingeknickt, weil die Piraten auf einmal hochkamen und es gab eine Öffentlichkeitswelle, die wir so nicht erwartet hätten. So, jetzt sind die Piraten quasi am Boden öffentlich nicht zu sehen, jetzt können wir machen, was wir wollen, das ist auch ganz gut so, ihr Vollidioten. Genau. Das bekommt man zwischen den Zeilen halt mitgeteilt und das macht mich unglaublich wütend, wenn ich ehrlich bin. So, und ich bin auch nicht bereit, das zu fressen. Mario. Irgendwann muss das ja kommen. Ich wollte mein wöchentliches Ich stimme Toso zubringen. Oh. Entschuldigung, das muss sein. Das brauche ich auch für mein Ego. Toso hat vollständig recht. Als das vor einigen Jahren war, haben sich alle, auch die Piraten als Ganzes, gegen den JMS-TV gekümmert. Und, das war mir auch cool. Das war ja schon gilt, ne? Alle wussten das schon. Also für den Stream Jugendmedienstaatsvertrag. Das ist ein typisches Thema, wo wir uns wieder in die Partei zurückkoppeln können und wo wir auch die in den echten Norden was spielen können und ins Saarland. Denn die waren da auch jeweils dran und Saarland hat dazu jetzt gerade eine parlamentarische Initiative schon auf den Weg gebracht. Die sind also dahinter, sind auch dahinter. Und das ist jetzt ein typisches Thema, wo wir alle Piraten einer Meinung sind, Partei und Fraktionen und der Rest aus Berlin. Aber ansonsten sind da wirklich alle dafür und da könnten wir eigentlich mal wieder was zusammen machen und ich glaube, dass wir das auch mit dem Bund gut hinbekommen. Und dass wir das über die Sommerpause vorbereitet und dann in einer ersten Sitzung nach der Sommerpause zum Ende der Sommerpause vorgestellt, halte ich für einen richtig guten Aufschlag. Und dann hätten wir in der Tat das als
wirklich nach außen kommunizierbare Geschichte. Alle Piraten stehen zusammen, alle Fraktionen wollen das Gleiche und wir laden alle gesellschaftlichen Gruppen, die sich gegen diese Einschränkung, diese Grundrechtseinschränkung nahezu wehren, ein, daran teilzuhaben. Noch ein letzter Satz zu dem, auch was ich gerade gesagt habe mit der Rückkopplung in die Partei. Ich sehe es vor allen Dingen so, und Lukas, du hast es gerade eigentlich schön zusammengefasst. Damals waren die Piraten da und dann hatten sie alle Angst und mussten alle hier zurückrudern. Wenn das der Grund war, und davon gehe ich aus, dass damals diese gesellschaftliche Ablehnung der große Grund war und dass auch die Piraten, dass ein Teil dessen, warum Piraten auch so erfolgreich wurden, diese gemeinsame Ablehnung gegen solche Sachen wie diesen JMSTV war, dann ist dieser JMSTV und dann ist der Widerstand dagegen auch eine entsprechende Chance zu sagen, okay, wenn ihr jetzt sagt, guck mal, Piraten nicht mehr wahrnehmbar, deswegen können wir jetzt machen, was wir wollen, da muss man einfach sagen, hey, wenn ihr macht, was ihr wollt, dann sind die Piraten halt bald wieder wahrnehmbar. Und genau das müssen wir werden. Und vielleicht, ich nehme das auch mit und gebe das auch direkt weiter an Mario, auch für die Koordination mit dem Bund. Das ist ein großes Thema, an dem die Piraten seinerzeit gewachsen sind, 2010, 2012, und an dem wir jetzt auch wieder wachsen können. Punkt um. Bilder von 2010, bitte poste sie bei Twitter. Jetzt, Politik ohne Bart. Alle, die mit uns in den Bundestag entern, müssen Männer mit Bärten sein. War damals so ein Lied. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Glas und die haben Werte. Oder Bärte, man weiß es nicht. Also, Aaron König hängt jetzt übrigens am Rockzipfel von diesem Typen in... Ja, ich will es gar nicht aussprechen. Nee, er ist in Holland bei dem... Ist egal. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben diesen Top damit beendet, weil ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Und wir kommen jetzt zum Top. Warum ist das Ding jetzt wieder gesprungen? Was soll der Mist? Das ist noch ein Wir müssen reden. Welcher ist es? Da, Top 9. Lass uns reden. 169430. Leistungsfähigkeit der deutschen Game-Development-Branche. Wie geht es weiter? Lukas, ja. Darf ich darum bitten, dass wir das schieben? Nee. Erstens ist Simone da und ist nicht zur Ausstellungseröffnung. Zweitens muss ich da eine Richtung haben, weil Donnerstag ist das Ding auf der Tagesordnung, im Kultur- und Medienausschuss. Also Simone war ja quasi Initialgeberin halt für diesen Antrag, hat den auch größtenteils halt eben mit Experten gemacht. Wir hatten diesen Antrag im Parlament, wir hatten diesen Antrag in den Ausschüssen. Es gab eine Expertenanhörung dazu, die von uns angesetzt worden ist. Jetzt gibt es auf der Tagesordnung am Donnerstag des Kultur- und Medienausschusses halt die Auswertung und die Abstimmung über diesen Antrag. Und ich frage mich, wie wir da als Fraktion mit diesem Thema weiterverfahren wollen. Ich würde ungern darüber irgendwie als Sprecher im Ausschuss entscheiden, dass wir das Ding jetzt halt quasi, ja, ich sag's mal, auswerten, kommentieren und beenden, weil das Thema Game Development Game-Dev-Branche spielt ja durchaus in viele verschiedene Fachbereiche hier mit Fachabgeordneten, sei es halt eben Richtung Wirtschaft, Richtung Arbeitsplätze, Richtung alles, was man sich halt so vorstellen kann. Es ist ein relativ neuer Wirtschaftsbereich, der politisch noch so ein bisschen unbesetzt ist. Die FDP versucht sich daran, die CDU versucht sich daran. Wir haben potenziell auch naturgemäß Aktien darin, da halt auch die Interessen dieser Branche glaubhaft zu vertreten. Ich würde gerne von euch hören, wie wir damit weiter umgehen. Soll ich den Antrag oder sollen wir den Antrag im Ausschuss aufrufen, abstimmen, dann ist er weg. Was machen wir damit? So, die Entscheidung möchte ich nicht alleine treffen. Das ist der Grund, wieso ich das hier auf die Tagesordnung gesetzt habe. Die Gamescom ist 28.8. 17. bis 21. Das ist dann zu lang wahrscheinlich, dass wir den schieben bis nach der Gamescom und damit dann nochmal irgendwie werbend über die Hallen laufen. Also, dass der letztendlich von den anderen weggestimmt wird, werden wir nicht verhindern können. Ja. Was wir halt machen können, ist das, was einer unserer Grundsätze, warum wir hier eingezogen sind. Wir stellen transparent dar,
dass die anderen eben gegen die Branche sind. Und da ist, wenn das jetzt vor der Gamescom abgestimmt wird, sogar das Ganze eventuell besser, weil dann kannst du zu Gamescom darstellen, liebe Freunde, wir sind eure einzigen politischen Vertreter. Alle anderen stimmen euch hier weg. Die nehmen eure Interessen nämlich nicht wahr. Aber viel mehr Benefit wirst du da nicht rausschlagen können. Michelle ist beschäftigt. Vielleicht auch wirklich nochmal die explizite Herausstellung, das ist ja nicht nur ein Antrag für die Games-Branche, das ist ja eine Win-Win-Win-Sache. Also unabhängig davon, von der kulturellen Förderung geht es ja auch um Besteuerung und Ähnliches. Das heißt, das Land hat genauso viel davon wie die Games-Branche. Und den Irrsinn, dass man sich dann trotzdem dagegen stellt, kann man eigentlich, denke ich, noch ganz gut herausstellen. Es hat auch übrigens eine Auswirkung durchaus im Bereich Finanzen, Dietmar, so, weil die jungen Entwicklerstudios, die sich gründen, teilweise ein, zwei Personen buden, ja, Indie-Games und so weiter, wenn die zu einer Bank gehen und sagen, hier, wir würden gerne irgendwie Anschubkredit haben, dann sagen die, welche Branche sind sie denn? Dann sagen die, ja, wir entwickeln Spiele, so Games-Branche und so. Dann sagt die Bank, Moment, habe ich nicht in meiner Liste, das läuft dann unter Sonstiges. So, und man sieht dieses Thema, weil es noch so neu ist, kann man in verschiedenen Bereichen, politischen Bereichen nochmal spielen. Ja, im Endeffekt kannst du genau darauf mega stark, mega Perls, mega verdabbelt. Da kannst du drauf rumkloppen. Das sind halt nur Headline-Klauer, nichts anderes. Die klauen sich gerade die Headline, die durchs Land getragen wird, und machen dann hinterher an wirklicher Arbeit nichts. Wenn wir konstruktive Arbeit und Lösungen einbringen, dann lehnen sie es ab, weil halt der falsche Briefbogen ist. Wie schon seit 4 Jahren. Im Endeffekt übernehmen die halt die wirkliche zu leistende Arbeit nicht. Wir haben das bei ganz vielen Sachen. Überall, wo es um die digitale Umgestaltung unserer Gesellschaft geht oder die digitale Entwicklung, klauen die sich eine Headline, nennen das hier Open Data, wir machen das jetzt auch. Von den, weiß ich nicht, 40.000 Ministeriumsmitarbeitern der Landesregierung machen das dann 3. Und das machen die halt in allen Bereichen. Es ist völlig egal, ob das Games-Branche ist, ob das Click-and-Crowdworking ist, ob das grundsätzlich Open Data ist. Haben wir hier irgendeinen Standard, der mal vorgegeben wird, damit die blöden Kommunen auch nur ihre Finanzen gleich oder ähnlich veröffentlichen? Nein, das wird alles nicht gemacht. Es wird alles nur Flickwerk gemacht und immer nur dann, wenn medial irgendwas hochpoppt, sagen wir, ja, wir machen das. Wir wissen zwar nicht wie und haben überhaupt keine Ahnung von der ganzen Geschichte, aber wir machen das. Und ist die Kamera weg, dann erledigt. Wir gehen uns da nicht rein, wir machen das. Genau. Ne? Und ist die Kamera und das Mikrofon wieder weg, zack, Kiste auf, alles weg. Danke, bitte, tschüss. Das ist ein typisches Beispiel dafür, das machen die in allen Dingen. Wir diskutieren seit 4 Jahren darüber, dass sie Geoinformationsdaten hier mal freigeben im Land. Nein, die können wir verkaufen. Okay, die werden nie verkauft, weil kein Mensch will die kaufen. Aber freigeben wollen sie auch nicht, weil hinterher könnte so eine Hundestaffel vernünftig sinnvolle, gemeinnützige Arbeit damit machen. Solche Sachen. Ja, kein Spaß. Die haben Anfragen in dem Bereich, wirklich aus dem Gemeinnützigen, egal ob es Freiwillige Feuerwehr ist, Hundestaffel, sonst was. Und nein, sie können die Daten nicht rausgeben, weil sowohl die Kommunen wie auch das Land, was hier alles, Land, SPD, Grüne, Gemeinden viel Rot und Schwarz, weil sie alle meinen, nee, da können wir noch ein Riesengeschäft mitmachen. Im Endeffekt guckt man die Zahlen nach, keine Geschäfte, außer Spesen nichts gewesen und sie geben nichts frei. Sie verstehen den digitalen Umbau dieser Gesellschaft einfach nicht, die Weiterentwicklung. Sie verstehen es nicht und sie werden es auch daran nicht verstehen. Entschuldigung. So, letzter Redebeitrag. Wir haben noch 2 Minuten 15 Rest bei diesem Tagesordnungspunkt. Wer möchte? Lukas. Ja, dann würde ich vorschlagen, mit Blick Richtung links und rechts, sollen wir dann am Donnerstag halt quasi zum Abschluss eine Pressemitteilung dazu rausgeben? Oder wie beenden wir das ganze Thema optimal? Pressemitteilung auf jeden Fall. Ja. Weil das wird dann halt abgestimmt. So. Die werden sagen, die Games oder einige Games-Vertreter haben gesagt, wir brauchen keine Studie, du erinnerst dich, die werden sich da schon irgendwas aussuchen, weswegen sie das ablehnen. Aber wir müssen jetzt einen Abschluss dafür finden.
Wir haben ja übrigens halt noch den anderen Antrag mit dem Games als Sportart für die Gamescom. Damit können wir super werben und der wird auch direkt abgestimmt. Das heißt, wir haben Ergebnis. Doch nicht der letzte Redner, war zu kurz. Mir schwebt da so ein kleines Pitfall-Spiel vor. Du stehst vor einer Grube und hast eine Liane zum Drüberschwingen und kannst dir aussuchen, was dein Geschäftsmodell ist. Und das ist dann deine Liane. Also bei Banken und Leute bescheißen, bist du ganz weit vorne, klickst du Game Developer an, fällst halt in die Grube. Schade. Solche Sachen. Pitfall, das kennt doch heute keiner mehr. Zufrieden, Lukas? Soweit, alles gut. Top 10, Open-Antrag. Es sind noch keine Anträge explizit ausgesucht worden, werden dann regelmäßig ab nächster Woche kommen. Top 11, Sonstiges. Gibt es was zum Thema Sonstiges? Das ist nicht der Fall. Dann beenden wir die öffentliche Sitzung, 13.15 Uhr. Ich möchte mich bei Leverkusen verabschieden. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Beim Car Office wieder und wir sind raus.